Ja, wir werden auch, also wenn es jetzt nicht gehen sollte in nächster Zeit, dann werden wir auf alle Fälle uns einen Plan B überlegen. Also wir werden noch ein bisschen streamen. Was wir dann spielen, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Ja, Löwenglut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so im Kopf, welche Dinos alles angekündigt wurden. Also, ich glaube, der mich so am meisten interessiert, ich weiß gerade nicht den Namen, hatte letztens schon mal in einem Stream geschrieben, da wo man mit zwei Leuten noch extra drauf sitzen kann auf dem Sattel irgendwie. So einen Reiter und zwei Schützen oder sowas, keine Ahnung, wie der heißt. Also, der sieht eigentlich ganz cool aus. Was soll ich denn schreiben? Das reicht aber nicht, rede. Habe ich mich auch gerade gefragt, was du schreiben sollst. Ja, und auch kurz nochmal der Hinweis an alle, die Fragen haben zu den verschiedenen Server-Einstellungen oder wie man, ja, was überhaupt einstellen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Es wird in den nächsten Tagen ein kurzes Video geben, wo Mario nochmal, ja, erläutert, was er so vorhat. Und dort könnt ihr dann halt so eure Fragen drunter posten, damit Mario weiß, was er für ein Tutorial machen soll oder worauf er eingehen soll. Je nach Fragen aufkommen sozusagen, kann man ja auch durchaus überlegen, mehrere Tutorials zu machen. Denn bestimmte Sachen kann man halt einfach nicht zusammen abdecken, das geht halt nicht. Ja, genau, Kinobiel hast, ich glaube, das hast du letztens auch schon mal geschrieben. Ja, genau den meine ich. Ja, Julian, also wenn dein Spiel so krass hängt, dann wird es wohl so sein, dass dein Rechner einfach nicht die Leistung bringt, die ARK benötigt. Also ARK zwingt ja schon einige Rechner in die Knie. Ich merke das ja selbst bei unserem Notebook, und das ist ein Gaming-Notebook, was gerne auch schon als Gaming-Monster bezeichnet wurde. Und gut, kann man drüber streiten, aber selbst da, es ist auf jeden Fall, ja, es ist schon ein recht sehr gutes... Ja, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Notebook, und selbst da kann ich ARK nicht auf High-Einstellungen spielen. Also wer wirklich ARK in bester Manier genießen möchte, ja, mit den besten Einstellungen, der kommt nicht drum rum, sich ein echtes Gaming-Monster zu kaufen. Ja, also da muss man dann halt wirklich schon so 1-2 Euro in seinen Rechner investieren. Also ein vierstelliger Betrag ist da schon notwendig. Ja, ist da wirklich extrem hardware-lastig. Es gibt ein paar Mini-Tweaks, wie man ein bisschen was optimieren kann, aber meiner Meinung nach... Also man kann auch die ganzen modernen Shader ausschalten, man kann auf der X10 umstellen, so einen Quark, aber das sieht dann halt einfach nur furchtbar aus. Also wenn man halt, das Spiel selber lebt meiner Meinung nach auch ein bisschen von der Grafik, vom Aussehen der Dinos, die sie cool aussehen und so, und die Landschaft sieht geil aus. Und wenn man halt auf die X10 Shader setzt oder generell einfach nur der X10 verwendet, das kann man ja über eine Config einstellen, das sieht halt irgendwie ein bisschen stuller aus, also ich weiß auch nicht. Ja, Zospino, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass du für 500 Euro einen Rechner hast, bei dem du ARK fast halbflüssig spielen kannst. Das glaube ich wirklich nicht. Also wenn, dann hast du da noch andere Sachen sonst wie runtergeschraubt, aber das funktioniert nicht. Also ist ja unwahrscheinlich. Also dann, ja wirklich, dann hast du vielleicht super Komponenten, für, also bekommen für einen echt schmalen Taler, ja, aber
Da gibt es eigentlich nur Hardware, die deutlich teurer ist, um das wirklich brauchbar zu spielen. Ja, definitiv würde ich auch immer empfehlen, wenn man schon Geld in die Hand nimmt und sich eine Gaming-Maschine kaufen möchte, dann kein Notebook. Dann wirklich einen richtigen Rechner, einen Standrechner, ja, wo ihr die Komponenten auch gerne austauschen könnt, wenn sie doch nicht mehr ausreichen, denn Notebooks sind einfach teurer, was das angeht. Da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei einem richtigen Rechner schon besser. Ja genau, Hiro hat es ja auch geschrieben. Also lieber einen Rechner, das ist wirklich wahr. Da kriegst du einfach das Doppelte an Leistung für. Wir warten gerade darauf, kurz im aktuellen Stand der Dinge, dass der Server wieder hochfährt. Also es dauert immer, wenn man den Server stoppt und neu startet, das dauert immer so 10, 15 Minuten teilweise, bis der wieder läuft, bis alles fertig funktioniert. Das kann aber auch sein, dass der gar nicht da ist, weil gerade ein Patch kommt oder was auch immer passiert. Wir wissen es ja nicht. Wir versuchen einfach jetzt mal mit dem Server-Neustart, falls der Server einfach ein Problem hat, das abgekackt ist, dass wir den einfach wieder zum Laufen kriegen. Ansonsten denken wir uns gleich einen Plan B aus, was wir alternativ noch ein bisschen spielen. Ja, und zwar das Unicorn, welches Bild war das? Wir haben viele, viele Bilder zugeschickt gekriegt. Ich weiß nicht, wer jetzt welche Bilder geschickt hat. Ja, bei der 980M, die ist ja nun schon auch nicht so günstig. Also da wird es wahrscheinlich mit einem Budget von 500€ auch ziemlich knapp werden. Völlig egal, was es für ein Notebook ist. Also eine 980M, ich weiß jetzt gerade aktuell nicht, was sie kosten, aber 980M, ja gut, okay, ist eine Mobile-Grafikkarte, aber... Ja, aber das ist trotzdem eine moderne, ja, klar, Karte, die natürlich schon eine Stange Geld kostet. Ja, und Thomas, also wie gesagt, der Betrag selber reicht halt auch nicht aus. Man müsste halt wissen, welche Komponenten das sind. Ich meine, wir haben schon einige Gaming-Rechner zusammengestellt, für Bekannte, für Freunde, einfach mal so ein paar, Komponenten da zusammengesucht, die auf jeden Fall eine gute Leistung bringen. Also sicherlich kann man sich auch einen Gaming-Rechner für 800€ kaufen, aber das wird dann halt nichts mit High- oder Epic-Einstellungen. Das ist einfach so. Da muss man immer Kompromisse eingehen. Ach, welcome Little Wolf. Was? Welcome Little Wolf. Ach so, ah ja, doch, ich erinnere mich. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, und stimmt, Cardinoir, die Bilder kannst du an info@zos-gaming.de schicken. An diese E-Mail-Adresse kannst du gerne deine Bilder schicken. Falls du was malen möchtest, bitte darauf achten, dass es selbstgemalte Bilder sind und nicht irgendwo abgemalt oder kopiert oder sonstiges. Da können wir Ärger für bekommen, wenn wir die Bilder verwenden, deswegen bitte darauf verzichten. Und wir spielen Minecraft auf einem eigenen Server. Ubirian, falls es eine Frage war. Und wer sich jetzt fragt, was für Rechner wir haben, einfach mal in die Twitch-Kanalbeschreibung schauen. Da stehen die Komponenten geschrieben. Ja, was das für Rechner sind. Also Marius ist noch ein Tick performanter als meiner, weil Mario einfach einen besseren Prozessor drin hat. Aber da findet ihr die Infos. Wie gesagt, nicht jeder braucht so einen Rechner, ja? Also, ich meine, Ark sieht halt auch auf nicht ganz Epic oder nicht High auch schon gut aus, ja? Wenn man aber doch alles haben möchte, dann muss man einfach tiefer in die Tasche greifen, das ist so. Wenn man aber jetzt andere Spiele spielt, die halt nicht so viel Leistung fressen und, ja, so eine Komponenten voraussetzen, dann geht es natürlich auch günstiger, das ist immer so. So, der Server scheint wieder zu funktionieren. Wir gucken gleich mal, was der Stand der Dinge ist. Ja, ich warte mal, ob das bei dir funktioniert. Wenn das bei dir wieder geht, dann logge ich auch ein. Ich kann zumindest wieder connecten, mal gucken, was wie es dann aussieht. Okay, ich bin auf dem Berg. Oha, okay, warte mal, ich logge auch mal ein. Wahnsinn! Wo kommen wir jetzt hier wieder raus? Schauen wir mal.
Ich befürchte, es gab ein Monster Rollback. Monster Rollback, ja, nicht wirklich, ja, auf jeden Fall. Oder? Also hier, das ist ja hier, keine Ahnung. Die hatte ich ja vorhin schon mal umgeparkt. Auf jeden Fall, ich kann schon mal jetzt behaupten, dass die Morphodons wechseln. Ich werde gleich mal sehen, wo ich rauskomme. Also ich muss wirklich auch sagen, wie gesagt, ich spiele jetzt ja auch gerade Arc auf Medium und krieg's kotzen, wenn ich den Vergleich habe zu High und Epic. Das ist einfach so. Ich bin echt unglücklich mit dieser Einstellung. Das ist jetzt nicht so super katastrophal. Und wer schon immer auf Medium gespielt hat, der vermisst das vielleicht auch nicht. Aber wenn man es einmal besser hatte, dann will man das auch wieder zurückhaben. Das ist einfach so. Deswegen macht mich das so ein bisschen unglücklich. Es ist ausreichend, aber nun ja. So, ich bin hier wieder im Kinderzimmer gelandet. Theoretisch. Was macht das Ei? Das werde ich gleich sehen. Ich muss erstmal. Das ist weg. Was? Nee, hä? Ja, die. Ach nee, das ist. Drogon? Nee, das ist von deiner Schulter. Also die Morphodons sind. Ach du Scheiße, Drogon? Okay, also, Hä, aber. Smokey ist schon jugendlich. Ja, aber das weiß danach, dass die Morphodonei. Na gut. Ja, schade. Schade Marmelade, würde ich sagen. Oh, Gott. Komm, dann hauen wir es jetzt gleich mal auf den Boden und wir gucken einfach, was rauskommt. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Junge raus. Ja, und wahrscheinlich nur eins. Das ist bitter. Das ist einfach bitter. Das ist natürlich ärgerlich. Und alle, die sich halt fragen, welche Voraussetzungen so ein Rechner erfüllen sollte, damit man Arc irgendwie gut spielt, sollten mal Google bemühen. Also das ist jetzt halt wirklich auch eine individuelle Frage. Ne? Man kann halt Zahlen in den Raum werfen, wie viel man ausgegeben hat. Man kann bei einigen Rechnern über den Tisch gezogen werden. Das ist einfach so, vor allen Dingen bei Fertigrechnern. Und besonders welche, die man nicht unbedingt bei einem guten, naja, Hardware-Versandhändler kauft. Ja, genau. Also zum Beispiel bei Aldi würde ich niemals einen Rechner kaufen. Auf keinen Fall. Auch wenn manche Aldi-Rechner wohl schon gut bewertet wurden, aber es sind keine ganz ehrlich, sind keine Gaming-Maschinen. Es ist schon manchmal traurig, was sich Gaming-Rechner nennt. Ja, also da lieber wirklich mal Fachpersonal fragen und sich beraten lassen. Ach Mensch, Stefan! Stefan ist am Start! Ja, Stefan, genau, man kann über den Tisch gezogen werden. Dann verkaufen sie dir zum Beispiel eine 730M für High-End-Hardware, quasi. So. Nun ja, 3 Pixel sind's noch. Ja, aber wir hatten letztens schon mal das Problem, also was hat man da bekommen? Ich weiß gar nicht. Irgendwie auch, erst war es ein Weibchen und dann ein Männchen. Was war denn das? Das hatten wir letztens schon mal. War das nicht der Kano? Doch, klar, das war der Kano, ja, stimmt, der dann der das Kano. Geschlecht gewechselt hat. Ja, und Veronique hat auch gerade festgestellt, dass es ein Rollback gab. Sie beschwert sich gerade lautstark im Chat. Ja, das ist auf jeden Fall ärgerlich hier mit diesem Rollback. So, was macht der Kleine? Der hat noch genug zu futtern. Wenigstens das. Also, ich sag mal so, ein i7 braucht man jetzt nicht unbedingt zum Zocken. Das ist halt zu OP für noch. Also, wenn man nur zocken will, braucht man es nicht unbedingt. Da, und es. Oh, es ist nur noch ein Baby und es sieht auch anders aus. Und es ist auch nur noch Level 85. Ach man. Aber es ist ein Mädchen. Echt? Na gut, wenigstens das. Eine Kleine. Dann ist das jetzt. Lady oder Mara? Mara. Das ist Mara. Hallo Mara. In der Vergangenheit, in deinem letzten Leben, hattest du eine Zwillingsschwester. Also wenn du immer das Gefühl haben solltest, dir fehlt da eine Hälfte, dann bitte gib dem Server down die Schuld. Wo ist die Kleine denn? Na, die krabbelt hier neben dem Ei rum. Sehe sie gar nicht. Na hier, warte. Ich pack erstmal was rein. Ja, fütter sie mal. Ach scheiße, ich hab grad gar kein Fleisch. Aber Moment. Ich hab Fleisch. Na gut. So, ja. Ja, wir machen heute wieder einen Fallschirmsprung zum Schluss. Ja, definitiv. Wir haben auch schon andere Leute, die mitmachen wollen. Der German Wolf hatte geschrieben und wer was? Ah, hier, Dachdecker hatte geschrieben. Genau. Beide vielleicht will ja die Nika auch noch mitmachen.
beim Fallschirmsprung später zum Streamabschluss. Nein, ich werde jetzt nicht Helch wie's Tod erklären. Wir haben schon so oft darüber gesprochen und ich habe vorher auch schon gesagt, dass das einfach alles schief gegangen ist. Ja, und das ist ja immer so eine Sache, also die einen definieren Flüssigspielen anders als die anderen. Also für mich ist Flüssigspielen natürlich auch mit maximal Auflösung immer noch die Voraussetzung, um dass ich sagen kann, okay, es läuft flüssig. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe alles auf Minimum, Einstellung auf Low oder sowas und es läuft dann flüssig, dann ist es für mich kein flüssig Spielen, dann ist es einfach nur, ja, weiß ich nicht, ein Gurkenrechner. So. Ach man, das ist echt ärgerlich. Keine ja. Zwillinge. Also Team Ost ist komplett dabei, alles klar. Dann wird ein Massenfallschirmsprung. Geil, finde ich super, richtig cool. Wird lustig. So, ich bin jetzt hier am Wache halten. Ja, Rubirian, das mit dem Installieren, das habe ich schon gemacht. Der lag tatsächlich schon auf dem Server, der war installiert im Mods-Ordner. Ich habe die Konfigurationsdateien entsprechend angelegt. Es funktioniert alles im Singleplayer. Mit der Forge-Installation auf dem Server funktioniert es allerdings nicht. Also was heißt Singleplayer? Also lokale Serverinstallation geht, online bei Nitrato geht nicht. Warum auch immer. Also nur dieser Mod geht nicht. Er wird erkannt, aber er funktioniert nicht. Aber beim Singleplayer oder beziehungsweise lokalen Forge-Server, dann läuft das ohne Probleme. Jan Keule, du musst die Kompis mit Prime Meat füttern. Also wenn du die zähmen willst, ne? Dann Prime Meat rein. German Wolf, warum soll ich jetzt mal einen Neustart machen? Ja, ist natürlich ärgerlich, dass jetzt aus den Zwillingen wieder nur ein Dimorphodon geworden ist. Aber wir müssen froh sein, es ist immer ein Mädchen. Ja, das stimmt. Also da haben wir ja auch keinen Anspruch drauf. So, und wo ist die Kleine jetzt hin? Warum wandert die denn noch immer? Die folgt mir. Ja, die folgt dir. Die ist anhänglich. Na komm her. Na komm mal her. Die vermisst ihre Schwester. Ja. Die weiß, dass da noch ein Mädchen mit drin gewesen wäre. Nee, das, also ich glaube nicht, dass wir dann nochmal Zwillinge bekommen würden. Nee, wir lassen das jetzt so. Das ist halt das Schicksal. Das Schicksal will das. Der Vorteil ist ja schon mal, dass wir auf jeden Fall, wie gesagt, ein Mädchen jetzt machen. Jetzt können wir halt auch anfangen, eigene Dimorphodon-Eier auszubrüten. Das haben wir ja vorher einfach nicht hingekriegt, weil uns noch halt ein Weibchen gefehlt hat. Ach Gott, ey, hier steht noch alles voll. Ja, und an alle, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu unserem Arc-Stream. Wir sind schon eine Weile dabei, schon ein paar Stunden. Und leider mussten wir gerade mit einem dicken Rollback leben, was dazu geführt hat, dass unsere beiden Dimorphodon-Zwillinge, die frisch geschlüpften, natürlich nicht mehr geschlüpft waren und wir jetzt beim zweiten Ausbrüten nur noch ein Mädchen rausbekommen haben. Immerhin ein Mädchen, aber die Zwillingsschwester ist halt nicht mehr mit dabei. Der ist also nichts passiert, sondern das Rollback ist schuld. Ja, ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber so ist es halt. Können wir nichts machen, können wir nichts ändern. Die Kleine. So, jetzt komm doch mal her hier. Ja, wir sind noch alle Stegos da, keine Sorge. Ich habe gerade geguckt, wir sind alle da. Ja, und stimmt, die Klimaanlagen sind tatsächlich eine Etage tiefer. Das ist einfach, damit die nicht in dem Raum rumhängt, denn wir wollen natürlich ein Kinderzimmer haben, was aussieht wie ein Kinderzimmer, nicht aus wie irgendwie so eine Industriehalle oder sowas. Ja, eben. Also die Klimaanlagen sind hier direkt unten drunter gebaut. Und es reicht ja vollkommen, das geht ja durch die Decke durch.
Also von daher ist alles in Ordnung. Ja, und Einhorn, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Dinos suchen gehen. Also ich hatte jetzt vorhin schon mal gesucht. Ich werde jetzt nicht nochmal losfliegen, irgendwas holen oder sowas. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen bauen. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen vorankommen. Aber durch den Rollback haben wir natürlich wieder einiges an Zeit verloren. Ja, leider. Muss ich einfach mal sagen. So, dann nehme ich gleich mal. Nehme ich mal Tiny und bring mal erstmal links hoch. Ja, mach mal. Wilma. So, das ist gerade wieder dunkel. Ne, es wird gerade morgen. Wäre richtig Zeit verloren, unglaublich. Das ist echt schlimm. Also, diese Rollbacks, die gehen mir auch wirklich auf den Zünder. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Ja, und ich muss oben auch wieder neu bauen. Also es ist ja alles rückgängig gemacht worden. Das betrifft ja nicht nur die Dinos oder die Eier, die wir ausgebrüht haben. Das betrifft ja auch alles, was man in der Zwischenzeit gemacht hat. Alles, was man gebaut hat, alles, was man gefarmt hat, alles, was man sonst irgendwie so gemacht hat, ist alles rückgängig gemacht worden. Ich fliege hier gerade irgendwo so mitten ins Dunkle. Man sieht ja eigentlich im Prinzip nicht so wirklich viel. Ja, ich weiß, man kann Gamma anschalten, aber ich habe es ja schon gesagt vorhin. Ich möchte das nicht. Es versaut so viel von der Atmosphäre. Ja, und Nerd 3.0, also ich glaube, der Vulkan kam eigentlich nie so richtig als Option für uns in Frage. Nee. Also, ich weiß auch nicht, das war jetzt nicht so der Gedanke. Mario hatte damals gleich vorgeschlagen, hey komm, wie wär's denn auf dem Berg, da ist es sicher und überhaupt, alles ist viel besser da oben, die Luft ist reiner und hast du nicht gesehen. Nee, also der Vulkan kam auch gar nicht so in Frage. Ja, der wäre eine Option gewesen, rein theoretisch, aber das Problem ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, es wurde ja angekündigt, dass er auch irgendwann mal wohl aktiv sein soll. Und ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, die Base da drin zu bauen, und wenn dann hier sowas passiert wie mit dem Winterbiom, dass die ganzen Bases zerstört werden, die da drin existieren, nee, habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Ja, ein Hyrule ist mit dem Speichern aller 15 Minuten, das könnte man natürlich machen, aber dann haben wir dieses Extreme Rubber Banding aller 15 Minuten, das nervt halt auch ganz schön, also mich zumindest. Ja, und Veronique, der Westen könnte gar nicht weinen, wenn wir von Anfang an gesagt hätten, wir bauen dort. Dann hätte er gar keine Chance. Punkt. So, ja, also ihr seht schon, das ist alles wieder weg. Auch der Stall ist natürlich wieder weg. Wie soll es denn auch anders sein? Ja, gute Nacht, die alle jetzt ins Bett gehen. Schlaf gut, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, genau, bis zum nächsten Mal. Ja, ein Friend for my life, das ist gar keine so schlechte Idee, aber da müssten wir uns trotzdem mal eine Stelle suchen, wo Wilma überhaupt frei rumlaufen kann und nicht, dass er uns abhanden kommt. Das ist natürlich dann auch so, zumal das, frei rumlaufen auch immer noch verbuggt ist. Also Dinos, die irgendwo frei rumlaufen und direkt an der Wand kleben, während die Strukturen noch nicht geladen sind. Also das ist ja, wenn man irgendwie schnell in ein neues Gebiet fliegt, dann werden die Dinos erst geladen und danach erst die Strukturen. Ist so, ist von der Programmierung her so festgelegt, warum das so ist. Werden sich die Entwickler sicher was bei gedacht haben. Aber wenn dann Dino direkt gegen die Wand rennt, während die Struktur nicht geladen ist, dann kann der da durchflutschen. Also dann ist die ruckzuck mal weg hier. Das hatten wir auch schon bei den Pinguin, die auf Wandering gestellt hatten, die sind einfach mal durch die Käfiggitter geflutscht und dann waren sie weg. Wir haben sie noch rechtzeitig wieder gefunden, ja, aber auf jeden Fall, das ist war natürlich trotzdem krass. Ärgerlich. Ich glaube, da stand Kowalski auf einmal draußen. Ja, ich glaube auch. Also, hä, warum läuft denn die Kowalski rum? Was ist hier los? Hat jemand die Tür aufgelassen? Nein, die Tür war zu. Da ist er durch die Gitterstäbe durch. Und ja, Tiny könnte rein theoretisch ein Baby bekommen. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Gefahr, dass wir hier eine Quetzaljungen bekommen, also das möchte ich mich nicht, da möchte ich mich nicht drauf einlassen. Zumal wir zum einen halt keinen Quetzaljungen brauchen, wir haben schon zwei. Und zum anderen,
Das dauert gefühlt 100 Jahre, bis so ein Quetzalbaby erwachsen ist. Also es dauert eine Woche auf Normaleinstellung mindestens und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Wenn man da schon, weiß ich, so gefühlt 10, 12 Stunden braucht, damit es überhaupt mal selbstständig fressen kann. Also man hat auch noch ein Leben. Da suche ich mir lieber irgendwo einen Quetzal, der irgendwo rumturnt, irgendwo rumfliegt. Ja, auf jeden Fall, und den zähmen wir dann. Das ist auf jeden Fall sinnvoller. Oh, den bringe ich denn jetzt noch hoch? Spike steht auch wieder hier unten. Mann, ist das lange her, ey. Ja. Uiuiui. Ui. Naja, wir arbeiten ja gerne mehrfach, ne? Warum auch nicht? Silas, du meinst, wie du jetzt am besten quasi Dünger herstellen kannst, oder wie? Also unser Plan ist ja eine Kackefarm. Das war eigentlich auch der Plan für diesen Stream hier. Aber ich glaube, dieser Plan ist zunichte gegangen. Ja, wir haben gar nichts geschafft. Wir haben eigentlich schon wieder gar nichts geschafft hier. Ja, aber eigentlich macht das Sinn, Dodos, Dilos, ab in den Stall, ordentlich Beeren in den Trog und die einfach die ganze Zeit fröhlich vor sich hin kacken lassen und dann halt so eine Komposttruhe dahin, damit du da jedes Mal alles reinwerfen kannst. Also einfach so eine riesengroße Meute an Dilos und Dodos. Ja, und dann so platzieren, dass du immer gut an die Kacke rankommst. Ja, und also idealerweise auf Rampen zum Beispiel, dann rollt die Kacke nämlich runter, da kommt man ganz gut ran. Wie lange der Stream noch geht, keine Ahnung. Wissen wir noch nicht. Haben wir noch nicht entschieden. Ich muss gleich nochmal ganz kurz das Mikro muten. Das rauscht nämlich schon ein bisschen. Ich sehe es gerade. Im Rauschpegel. Deswegen ist gleich mal kurz Funkstille, wenn ich gelandet bin. Das möchte ich jetzt nicht gerade machen, wenn ich in der Luft bin. Nee, das könnte schief gehen. Ja, Bongo, wir hatten vorhin auch schon das Thema mit dem Piomia. Aber beim Piomia musst du manuell die Stinberries reinwerfen. Und das ist dann halt wieder blöd. Wir wollen ja, dass das alleine geht. Und ich denke mal, andere wollen auch, dass das alleine geht. Heißt also einfach wirklich viele, viele Tierchen in einen Stall und dann kann man da hin und wieder mal reingehen, die Kacke fröhlich einsammeln, ohne dass man die ganze Zeit irgendwelche Beeren füttern musste, manuell. Ja, das Problem ist ja auch, also der Plan ist ja, wir bauen hier oben auf dem Berg unsere Basis. Das heißt aber, hier gibt es so wenig Beeren. Das heißt, wir hätten gar nicht genügend Nachschub, um überhaupt vernünftig Stimberries zu kriegen, um die ganze Kacke zu produzieren, die wir brauchen. Also wäre halt ein bisschen ungünstig. Aber naja, so ist halt. So, ich müde mal ganz kurz das Mikrofon, weil wir kurz mal das Rauschen entfernen müssen. So, sind wir wieder da. Oh, jetzt haben wir eine Fackel weggeworfen. Na super, immer weg damit. Gut, ich würde sagen, dann baue ich den Stall mal wieder hin hier. Ja, du weißt ja noch, wie er ausgesehen hat. Ja. War ja jetzt nicht so kompliziert. Und dann bringe ich Drogon dann auch später nach oben. Ich muss natürlich noch gucken, dass die Kleine hier... Die hat ja gar... Ich dachte, du hast den Namen schon gesetzt vorhin. Ich habe... Nee, habe ich nicht. Ach so, nee. Nee, ich habe nur... Was hast du gesagt? Mara. Mara. Ja. Ja, Rubirian, also der Server hat funktioniert, aber der Mod hat nicht funktioniert. Der wurde erkannt, aber er hat nicht funktioniert. Also der bestand aus zwei Komponenten, ich weiß gerade nicht, wie der Mod hieß, Decapacitator oder sowas, irgend so ein Kram hieß der, da gibt es ja zwei verschiedene Teile, der eine Teil hatte funktioniert, der andere nicht. Keine Ahnung, was da das Problem ist. So, wir haben, ach, ich muss ja auch eine Tür bauen, ist doch Kacke hier. Das ist doch Kacke. Das stimmt. Ja, wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Ja, ne? Das stimmt. Ja, aber schön, dass das halt nicht das erste Mal war. Wir kennen das ja schon. So, ich brauche... Trotzdem doof. Von diesen Dingern. Die stehen ja schon wieder völlig im Weg rum. Ich hatte die vorhin schon mal umgeparkt, weil die hier so im Weg rumstehen. Ich könnte ja nebenbei ein paar Narkotics herstellen. Wenn hier schon wieder so viel Gammelfleisch rumliegt, dann kann ich aber Sinnvolles machen.
Wir haben zwar noch zwei Schränke voll, aber man kann ja nicht genug haben. Nerd 3.0 weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es da was geben soll. Ich habe da jetzt noch nichts zu gelesen, aber ich habe jetzt in den letzten Tagen auch nicht wirklich mich mit den Foren beschäftigt. Wäre cool, wenn es so wäre. Also würde ich mich sehr darüber freuen, dass man einfach nicht mehr, weiß ich nicht, also nachts mit einer Fackel auf einer dunklen Plattform aus Metall zu stehen, da kennst du nichts mehr. Naja. Das wäre natürlich extrem geil, wenn es mal wirklich... wenn es mal funktionieren würde. So, mal eben mit Brunhilde noch ein paar Beeren hier vom Strauch schlagen. Komm her. Brunhilde, lass mich auf deinen Rücken. Ja, und hier das ganze Zeug, was ich gebaut habe, ist natürlich auch alles weg. Kann es sein, dass gerade... Nee, doch. Okay, ich dachte schon wieder, dass der Server gleich wieder abkackt, weil ich nicht auf Brunhilde raufgekommen bin. Aber ich glaube, die steht nur blöd. Warst du bestimmt zu weit weg? Ja. Alter, das ist aber echt immer ein bisschen blöd hier. Lass mich rauf. So, jetzt. Ich wollte gerade diese komischen Gitter holen. Ja, wir haben keine Ahnung, wann der Stream enden wird. Also wir haben noch keine Endzeit festgelegt. Wir haben ja vorhin nur gesagt, dass wir 24 Uhr auf jeden Fall auch noch da sind. Und jetzt ist es schon 12:30. Das ist ja krass. Also wenn man hier einfach mal nicht auf die Uhr guckt. Also ein bisschen sind wir schon noch da. Wir wollen ja schließlich nachher noch gemütlich mit dem Ost-Tribe zusammen Fallschirm springen. Und ein paar vom West-Tribe. Und ein paar Leuten vom West-Tribe. Also einfach mal gemeinschaftlich, friedlich wollen wir... mit den Fallschirmen durch die Gegend springen. Und ich werde dann auch noch Fallschirme bauen. Siehst du, das wollte ich nämlich noch tun. Mensch, wir waren heute extrem produktiv. Unglaublich, was wir heute geschafft haben. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Aus zwei Dimorphodon mach einen. Aus einem T-Rex-Ei mach keins. Und mach null. Naja, mach null, naja. Dass du immer noch lachst, das ist nicht witzig. Ach komm, mittlerweile stehst du auch schon drüber. Nein. Da musst du einfach weniger nachtragend sein. In 30 Minuten ist Babyparty. Oha. Muss man da Gastgeschenke mitbringen? In dann, rosa oder blau? Dann kommen wir nicht. Wir haben hier nichts zu verschenken. So. Ja, Veronique hat wieder mal einen Piepmatz versaubummelt. Versaubummelt? Durch den Server down. Ja gut, da ist er jetzt nicht wirklich schuld dran. Das ist aber auch wirklich ärgerlich, wenn der Server down geht, wenn man gerade irgendwo unterwegs ist. Ey, das ist so zum Brechen, wenn er gerade wieder irgendeinen Geier sucht oder sowas. Das nervt. Hab ich den gerade gebaut. Und Silas, nein, wir sind noch nicht umgezogen. Aber das hatte ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Ich glaube, da hast du auch schon gefragt. Ich habe gesagt, irgendwann im Frühjahr. Wir haben noch Winter und es ist auch noch einige Zeit... Winter. Frag mich einfach im Sommer nochmal. Da ist die Chance recht hoch, dass wir dann umgezogen sind. Da ist die Chance recht hoch, dass wir dann umgezogen sind. Nee, noch nicht. Nun ja. Vielleicht. Kennt doch eure Firma. Man weiß ja nie. So, ja, wir wissen ja gar nicht, was auf der Babyparty los ist, also... Wer da überhaupt so zu Besuch kommt, wer da irgendwelche Eier ausbrütet, beziehungsweise welche Eier. So. So, okay. Also Stahl habe ich wieder hingebaut. Sehr schön. Schon mal anfangen. Leider ist hier oben wieder alles weg. Ja, Dachdecker, was gibt's denn da zu sehen? Also ja, Babys ist mir klar, aber
Millionen Babys. Anzahl. Anzahl gleich. Anzahl. Anzahl Eier. Also nicht verraten, was es wird, sondern nur die Anzahl. Oh, 13. Jetzt hat er es doch verraten. Was? 13? Uiuiuiui. Oha. Das ist ja schon krass. Oh, da sind aber bestimmt auch Zwillinge und Drillinge bei. Ja. Eigentlich müssen wir uns das angucken. Nee, da bin ich deprimiert. Ja, wir haben halt ein bisschen Pech gehabt hier. Oh, also hier mal schon mal einen Stall jetzt für die schwarze Klamotten anziehen. Ich glaube auch. Also überlegen, bauen wir hier so eine... Wir können hier so eine Schräge drauf bauen. Das hätten wir eigentlich machen können. Das sieht, damit es alle nicht so hier... Naja, nicht so klotzig aussieht. Wobei es hier noch passen würde, denn rein theoretisch... Ja, da kommt ja schon wieder eine Schräge. Ja. Ja, dann lass das jetzt so. Ich werde ihn noch anmalen. Das kann ich noch machen, aber ich kann halt die kleine Mara noch nicht allein lassen. Mara ist noch nicht so weit. Erst wenn Mara so weit ist, dann kann ich mal nach oben kommen und ein bisschen was rumpinseln. Ja, man kann dieses Rumgeglänze natürlich mit der Blumenquality deaktivieren, aber das macht natürlich keinen Sinn, denn ich mag diesen Lichteffekt, gerade bei der Sonne, wenn man reinguckt, dass es so extrem hell ist. Das finde ich halt cool. Aber das ist natürlich dann der Nachteil, wenn man diese Metallstrukturen hat, das sieht dann halt natürlich ein bisschen komisch aus. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn die das mal irgendwie in den Griff bekommen. Und ich wollte mal diese Fackeln ausprobieren, ob man die wieder an der Wand klatschen kann, dass die heller leuchten. Denn, ach so, haben die gesagt, die haben das denn gepatcht? Denn im Startmenü steht immer Installing Torch Boost Mod oder sowas. Warum auch immer, ich habe jetzt keinen ausgewählt, aber warum das da steht, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber vielleicht ist es jetzt automatisch installiert. Wäre natürlich ganz cool. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte mal nach einer Rampe gucken. So, ich baue jetzt schon mal die Fallschirme für später, damit ich das nicht vergesse. Ich habe eine Dachschräge. Ja, wahrscheinlich werden wir wieder umgebracht. Das stimmt wohl. Wer wird umgebracht? Na, wenn die niedrige Level haben. Ja, wahrscheinlich. Also das wird eigentlich so eine Babybeerdigungsparty. Das ist wirklich, wirklich bitter. Und ich werde Dino-Mörder genannt, ja? Aber was da die Tribes machen... Du bist hier Hallo? Die Dino-Mörderin. Die anderen Tribes, das sieht man nicht. Ja, das sieht man nicht. Das ist jetzt aber auch kein Grund, um Dino-Babys umzubringen. Da ist bestimmt eine kleine Nelly bei. Ja. Vielleicht nehmen wir uns da eine kleine Nelly mit. Ja, die muss erstmal erwachsen werden. Die muss erstmal dem Schlachthaus entkommen. Schade. Das sind hier irgendwie zwei Ebenen. Ja, also wir schauen uns das nachher mal an mit der Babyparty. Was da so los ist. Oh, die werden nicht sterben, sagt Dachdecker. Naja. Das sagt er jetzt. Und dann drehen wir uns um, ja, haben die Gastgeschenke abgegeben und auf einmal merken wir nur noch, wie es schreit und kreischt und das Blut spritzt, ja, und dann kommen wir zurück und dann sind noch zwei übrig. Hier, guck dir Aero an, was er sagt. Boah, wirklich. Das ist ja echt... Also, diese Bestialität hier. Ihr seid doch alle brutal. Wie könnt ihr nur so sein? Die kleinen Dinos. Ja, Rubirian, ich hab mir das mal aufgeschrieben vorhin schon. Ich muss mal gucken. Ich kenne den Mod nicht. Muss ich mal schauen, ob der funktioniert und was der überhaupt macht. Mir geht's halt in erster Linie wirklich nur um das schnellere Abbauen von Holz, weil das nervt mich so. Das Metallabbauen oder so ein Kram, also so klingt der Mod ja zumindest, stört mich gar nicht so sehr. Das mache ich gerne, aber die Bäume, da ich keinen Bock auf so einen Dschungelbaum erstmal ganz hoch zu klettern, damit ich alles abbauen kann. Ich wollte... Weiß nicht. Irgendwas. Wie heißen die denn hier, sag mal? Was denn? Na, unsere Dimorphodon-Bande. Ach so, oh, die haben noch gar keinen Namen. Schreibt mal einfach in den Chat so ein paar Vorschläge, wie wir unsere Dimorphodon-Bande nennen könnten. Das wäre ganz cool, einen coolen Gangnamen, also. So, Papa mal ran hier.
Die Vogelfreien. Sehr schön. Mario, behält das mal im Blick. Und ja, du behältst das mal im Blick, weil ich muss nämlich Fiber sammeln, sonst kann ich keine Schirme herstellen. Was macht denn das Kind? Ja, dem geht's gut. Ich hab's im Blick. Ja, sagst du. Es wird nicht verhungern. So, also wir können gerne noch ein paar mehr Namensvorschläge schreiben. Ja, also einfach so ein Gangnamen, ja? Also unsere Stegos zum Beispiel, das ist die Stego-Gang. Die Affen sind Monkey Python, oder? Nee. Also die hießen dann doch anders? Wie haben wir den genannt? Doch, haben wir. Ja, Monkey Python, na klar. Nee, das Monkey war mein Talking. Ach, stimmt, nicht Monkey... Ja, Monkey Talking, stimmt. Mein Vorschlag wurde ja abgelehnt. Klein, aber fein, ja, sehr schön. Die Schwanzwedler. Ja, das mit dem Runterspringen mit dem Säbelzahntiger, nee, bei unserem Glück sterben wir beide. Ja, eben. Und der Säbelzahntiger, ja, genau. Ja, meinte ich ja. Ach so, euch beide, ja. Ich verstehe. Dass du stirbst, ist mir klar. Ja, Standard, ne? Ist ja nichts Neues. Die Fliegerstaffel. Starfighter. Ist ja eigentlich schon ungünstig, weil Starfighter war ja so ein lausiger Kampfflieger, der auf Bitten der Bundesregierung so modifiziert wurde, dass es das einfach nur ein fliegender Sarg war. Ja, das ist ja eine Beleidigung. Haben wir uns ausreichend mit beschäftigt bei der Bundeswehr? War ja nicht umsonst 12 Jahre bei der Luftwaffe. So, sieht es hier oben aus? Ich würde gerne hier weiterbauen, aber irgendwie, ich hab hier wieder nichts bei. Gar nichts bei. Die schnellen Schnapper. Weil Schnapp immer so ein bisschen nach Schildkröte klingt oder nach Schnappi. Ja, bei Dick und Doof passt ja nicht so ganz, denn das sind ja ein paar mehr. Killerzähnchen, das klingt ja ganz cool eigentlich. Flügelgang. Schon was dabei, was sich anspricht? Nicht so richtig. Wobei, was war da vorne? Mal gucken. So scrollen. Neckholder. Neckholder. Neckholder, das ist eigentlich schon ganz cool. Also ihr habt jetzt noch eine Minute Zeit, eure Vorschläge zu posten, dann wählen wir einen aus. Absurd weg. So, wow. Ein paar neue Fallschirme braucht das Land. Anni wählt gleich einen Namen aus. Nein, hab Mario wählt den Namen nein, diesmal aus. Du hast aus. Das T-Rex-Ei gegessen, du bist heute hier. Oh. Du hast heute die A-Karte. Die A-Karte habe ich? Ich muss einen Namen auswählen.
Ich muss einen Namen auswählen. Das ist gar nicht so einfach. Gebt mir noch eine Sekunde. Kamikazodons. Kamikazodons? Das habe ich gar nicht gesehen. Ach da. Hart, aber smart. Okay, wir haben gewählt. Hart, aber smart. Bindestrich. Die Morphys. Irgendwie sowas? Oder so. Hart, aber smart. So. Wir haben gewählt. Wir haben Namen. Ja. Was fehlt mir denn jetzt hier schon wieder zum Bauen? Was fehlt? Es fehlt Fetch. Überraschung. So, wir haben einen Namen jetzt gewählt. Sehr schön, wunderbar. Danke für eure Vorschläge. Ja, auf jeden Fall. Und danke. Hier ist natürlich noch keiner drin. Die sitzt nämlich noch unten. Okay, wir müssen uns demnächst auf den Weg machen zum West Tribe. Ja, das stimmt. Oh Gott, da geht ja mein Rechner hier wieder in die Knie. Ah! Ja, das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen zu den Rechnern. Also selbst wenn es an einigen Stellen von der Performance her gut funktioniert, spätestens dann, wenn viele Dinosaurier und Texturen und Strukturen und was auch immer alles geladen werden muss, ja, von so einem großen Tribe, dann geht auch ein Rechner mal in die Knie und auch ein Gaming-Notebook so ordentlich. Ja, und Wilma macht diese Geräusche, weil es ein Affe ist. Also so einfach kann es manchmal sein. Weil sie es kann. Mit der Erklärung. Die ist halt, die mag das halt. Die macht halt so komische Geräusche. Genauso wie so eine Katze mal miauen kann oder ein Wolf mal heulen kann. Wir brauchen auf jeden Fall für noch ziemlich viele Ställe hier irgendwelche Namen. Auf jeden Fall für die Paras, also Parasaurier, für die Pachys und so. Aber das werden wir einfach demnächst nochmal ansprechen. Da könnt ihr dann noch Vorschläge machen. Das ist aber ganz cool, wenn wir das mit euch zusammen machen können. So eine ganz gute Stream-Aufgabe, finde ich. Ja, Bongo, das mache ich dann, wenn keiner da ist. Ja, hier haben wir die Stachelbande, die haben wir schon ausgewählt. Wir haben hier noch, wenn man es lesen kann, die Überflieger übrigens hier, ne? Die ganzen Dinos und beziehungsweise Tiere, die nicht fliegen können, so wirklich. Dann haben wir hier die Giftzwerge, die kleinen Kompis und die Dilos. Und bitte nicht nach Mitternacht füttern. Ja, ihr wisst Bescheid, die Gremlins. Und wir haben natürlich oben Monkey Talking. Monkey Talking, die sind richtig cool. Ja. Die machen auch Musik hin und wieder. Glaubt ja, man gar nicht. Und die haben einen richtig coolen Stall. Ja, ich werde auch demnächst noch bei den anderen Stellen mal ein bisschen was reinbauen. Ich finde das halt echt schade, wenn das einfach nur so ein leerer Raum ist. Ja, ja, die Äffchen haben da ordentlich Spaß bei. So, und Mara ist jetzt jugendlich. Das heißt, ich kann sie erstmal ein wenig ohne Aufsicht lassen. Ich schmeiße noch ein bisschen Fleisch in den Trog und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, meine Maus gibt langsam ihre linke Maustaste auf. Das ist schön. Oder sehr schön. Auch nicht. Pack immer noch ordentlich was in. Habe ich. Ja, kannst du mal kurz auf meinen Monitor schauen. Oh, nee, das reicht nicht. Nimm mal richtig vollhauen, wen die verhungert. Ja, der Skorpion, stimmt, der hat noch eine Mütze auf. Das habe ich ja vorhin schon weggenommen. Aber, hier liegt diesmal ein Ei. Nehmen wir mit. Ach, Mann, wollte ich ja gar nicht hier. Ich glaube, Tiny hat auch noch ihre Mütze auf, oder? Kann sein. Wir hatten ja vorhin schon einige weggeworfen. Und das ist natürlich durch den Rollback wieder rückgängig gemacht worden. Ja, nicht wundern, dass wir die Mützen wegschmeißen. Wir hatten ja damals gesagt, wir holen uns die nur über die Admin-Befehle für die Dekoration. Wir wollen die nicht behalten, weil wir sie nicht rechtmäßig erworben haben, aber wir wollten halt unbedingt für Weihnachten eine vernünftige Dekoration haben. Richtig. Für unsere Dinos und für unseren Server. Also von daher schmeißen wir die natürlich jetzt auch rechtmäßig wieder weg.
Ein paar wenige können wir behalten, denn wir haben auch genügend Mistelzweige gesammelt, um so ein Zeug zu bauen, aber im Prinzip brauchen wir es ja nicht. Nächstes Jahr wird es garantiert neue geben. Also ja, von daher. Also mit Sicherheit. So, wollen wir uns dann auf den Weg machen oder noch nicht? Ja, da komme ich mal runter. Ja, ich warte hier mal auf dich. Fliegen wir zusammen? Fliegt jeder mit seinem eigenen Vogel? Ich kann ja selber fliegen. Okay. So, jetzt nehme ich Spice auch noch seine Mütze weg. So. Wie könnt ihr denn jetzt von Lasagne reden? Ich habe gerade voll Bock auf Lasagne. Du hast noch eine Sauerschafsuppe in der Küche. Wieso noch eine? Wieso hast du die andere schon gegessen? Ich habe meine gegessen. Dann hast du keine in der Küche. Ich dachte, dein Essen wäre noch da. Nee. Dann ist das meine. Tja, so ist das. Du isst sie doch eh wieder nicht. Doch, doch, doch. Nach dem Stream werde ich erstmal meine Sauerschafsuppe essen. Egal, wie kalt sie jetzt eigentlich schon ist. Das ist. Und wenn es früh morgens um 8 ist. Das ist egal. Zum Frühstück geht das auch. Zum Frühstück geht auch kalte Pizza, kalte Lasagne. Lecker. So, ich hole mir jetzt erstmal einen Tyrannodon aus dem Stall. Da müsste ja noch irgendwo einer sein. Kia, die Paralympics. Och nö. Der ist ja schon richtig gut. Das ist schon. Das gefällt mir wieder. Das ist wieder mein Geschmack. Kia, das ist mein Geschmack. Das ist schwarzer Humor. Das finde ich richtig gut. Kann ich leider nicht mehr tragen hier, oder was? Nee, kann man nicht. Das ist politisch wahrscheinlich wieder überhaupt nicht korrekt, ne? Aber das ist egal. Es geht hier um unsere coolen Bandennamen. So. Ich hau mir ja trotzdem noch ein bisschen Fleisch rein. Wir haben so viel bekommen von, ja, mach mal. Von Dachdecker. Der bringt uns bestimmt demnächst nochmal 5000 Millionen Fleischstücke vorbei. Wenn es vergammeln soll, wir brauchen ohnehin Gammelfleisch. Eben. Aber ich will ja keine Unfälle, während wir unterwegs sind. Das ist mir nix. Haben wir schon oft genug gehabt. So. Oh, das muss Charles. Reichen. Hallo Charles. Wir fliegen nachher zusammen. So, bist du schon da? Oh, ich brauche was zu essen. Ach Gott, das sehe ich jetzt gerade. Ich muss noch schnell was futtern und dann geht's los. So. Du bist ja gerade hier. Alles klar? Ja, ich hatte gerade mal Eier ausgeladen. Ja. So, Schnurps, Schnurps. Ja, nehmen wir ein bisschen was mit. Ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt sofort wieder verhungere. Ja, sagst du. Ja, musst du mal Anni fragen, was mit dem T-Rex-Ei ist. Oder meinst du das Neue? Was? Ja, das Neue, das ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht mal bei 50% gewesen. Naja, doch. Ist gerade. Ist jetzt? Achso, naja, wo ich noch geguckt hatte, war es noch nicht. Ich pack's jetzt. Ja, wir müssen uns beeilen, heißt es. Also kommen wir jetzt mal ganz schnell rumgeflogen. Ab zum Westen. Auf in den Westen. Im Westen gibt's Neues. So, Charles. Wen hast du? Luigi? Nee, Luigi ist schon oben, ne? Ja, Silverlight? Okay. Okay, Tür zu. So. Fliegst du erstmal völlig in die falsche Richtung? Ja, ja, wie sollte es anders sein? Wie sollte es anders sein? Das passiert halt, wenn du nicht vorfliegst. Dann komme ich gar nicht erst an. Ich flieg doch schon längst vor. Ja, ich sehe dich halt nicht so weit. Meine Sichtweite ist nicht so ewig. Ich spiele mit Handicap. Mit dir? Ja. Ja, und hier, hier ist immer der Bereich, der so extrem scheiße ruckelt. Es gibt also bestimmte Stellen in Ark. Also gerade rund um den Vulkan ist das echt immer die Hölle. Und da ist schon wieder ein Quetzal, das ist bestimmt immer das Männchen, was wir mal gefunden haben. Level 48 oder was das war. Wo ich gerade mein Fernglas, da oben. Ja. Immer noch das 48er Männchen.
was schon die ganze Zeit da rumfliegt. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Sehr schön. Hä, wo bin ich denn hingeflogen? Ach naja, Mario ist vor mir da, wie immer. Ich habe mich ja einmal im Kreis gedreht. Du musst ja einfach nur den Fluss lang fliegen. Ja, ich bin aber ganz woanders. Ich habe den Chat gelesen und bin einfach nebenher weitergeflogen. Ich kann das auch. Und weitergeflogen, aber ich nicht. Das ist das Problem. Deswegen lande ich dann immer irgendwo, aber ich weiß ja, wo ich hin muss. Es wird ohnehin gleich mal ordentlich ruckeln, wenn die ganzen Dinos nachgeladen werden vom Westtribe. Die haben hier so 5000 Milliarden Dinos. Ja, so ungefähr. Bist du noch da? Ja, ich bin hier in der Nähe. Ich bin auch gleich da. Ich muss nur wieder schauen, bei mir wird ja die Base dann auch wieder gar nicht geladen, wahrscheinlich. Ist aber so das Pech, was ich habe. Oh ja, doch. Nein, diesmal Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin angekommen. So, einmal unauffällig landen hier in der Basis. Oh, ja, und ihr müsst das jetzt hier nicht ertragen, was hier ruckelt, ey. Bitter, wirklich bitter. So, und da ist, oh Gott. Die sind verrückt, sind sie. Auweia. Und in der Mitte ein Pteranodon oder was? Ja, spannend. Der ist gleich das Futter für die Morphodons. Hui, 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 hui. Also ein paar schlüpfen früher. Okay, es kann eine Weile dauern, bis die alle rausgeschlüpft sind. Ja, aber das ist echt Babyparty. Oh Gott. Das sind echt so ein, zwei Eier. Und die Pinguine hier, die sehen auch echt cool aus. Und ich finde immer noch Nummer 1 ganz toll. Weil Nummer 1 hat so einen schön gefärbten Schnabel. Ja. Richtig cool. Tja, man sieht, die haben mehr Zeit als wir. Oh, was ist denn hier los? Was ist hier los? Was denn? Da ist nix. Was machst du da? Da ist ja gar nichts passiert. Ganz ruhig. Nein, bei mir sah das so anders aus. Ich habe ja gar nicht gesehen, dass da gerade auf dem Boden gekrochen wird. Und jetzt hat man die Morphodon erst bei hier hingekackt. Das hebe ich mal kurz auf. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viele von den Eiern hier Zwillinge und Drillinge werden. Auf jeden Fall ein, zwei viele. Ja, kann man so sagen. Echt krass. Ja, ist spannend hier. Und mindestens einen können wir vielleicht mitnehmen, wenn sie den nicht haben wollen. Sagst du. Na, also ich habe ja auf der Schulter keinen Platz. Boah, ja genau, und jetzt hier auch noch mittendrin. Statt nur dabei Feuerwehr. Arm Eier, ey, die erschrecken sich doch, die kleinen Küken da drin. Ja, die wenigstens nicht fressen. Das ist wahr. Von dir. Ja. Die hat schon beim Wasser ausgetrunken, unglaublich. Nein, Steins. Nimm. Nein, Steins. Trink. Los, ich brauche hier nichts. Ja, ich finde auch, das ist eine sehr gute Idee, dass wir dann ein Mädchen adoptieren. Fände ich toll. Und hier wird erstmal ordentlich Feuerwerk gemacht. In der Brutstätte. Nicht schlecht. Mitten in der Wohnung Feuerwerksraketen abfeuern. Also, liebe Kinder, macht das nicht nach zu Hause, ne? Ihr wisst Bescheid. Peng. Ja, solange es jetzt keine Böller aus Polen sind, dann weiß ich nicht. Ja, dann werden die Eier auch nicht mehr da. Dann werden die von der Druckwelle weggefegt, die Eier oder so. Ja, vielleicht ist so eins unauffällig. Ja, ich glaube auch. Ja, ich meine, Eier kann man ja einfach aufheben. Nom, 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 nein, um Gottes Willen.
Das mache ich nicht, ja, hier, nicht in fremden Häusern. Sagst du? Ja, sage ich. Also jedem, das dürfte wahrscheinlich gleich als erstes losgehen. Huch, jetzt falle ich ja auch noch runter. Mann. Ja, und ihr seht schon an der Bezeichnung, also gut, hier nicht unbedingt, aber nee, hier auch nicht. Hier zum Beispiel für den Kampf. Ist wahrscheinlich schon ein Grund, warum das so heißt. Oder hier, was habe ich hier gesehen? Ne, hier hinten. Wo war das? Hier hinten. Nur für Farbe 3. Wisst ihr Bescheid? Ne? Also hier wird schon ordentlich genau ausgewählt, wer hier sich fortpflanzen darf und wer nicht. Ja, und vor allen Dingen hier Zucht, erste Gruppe, Hannibal. Also das ist ja interessant. Das ist hier schon sehr professionell, wie das hier beim Best Tribe abgeht. Ja, da haben wir auf jeden Fall so ein bisschen Probleme mit. Ja, das können wir jetzt so nicht nachstellen. Denn Anni frisst nämlich immer die Eier. Wir können gar nichts. Wir können gar nichts in erste Gruppe, zweite Gruppe. Immer, weil ich ja die Zuchttiere aufesse. Oder verhungern lassen. Genau, ich esse die Zuchttiere einfach mal auf. Ja, Anni, da liegen deine Snacks. Alles klar. Das ja, ich werde die jetzt nicht essen. Die beiden haben echt Spaß, wie man sieht. So, ich muss ja auch mal lang kriechen. Ich muss mir das mal anschauen. Hannibal und Blattmoon. Mann. Ich frage mich gerade, warum German Wolf hier so einen komischen, normalen Speer hat. Ist da total nutzlos. Das ist stylisch. Das ist jetzt wieder in. Du weißt, Retro. Retro. Das ist Retro. Schnapsdrossel finde ich immer noch richtig gut. Ja, Zosidikon, du kannst ja mal raten, was sie mit den Speeren vorhaben. Ja. Na, ein Glück ist es schon spät. Da kann man sowas dann schon zeigen oder auch nicht. Das wird hier dann wieder kein jugendfreies Gemetzel. Gott, ey, ich mach dann einfach die Augen zu. Ihr könnt ja hingucken, ich mach die Augen zu. Ey, ich guck da auch nicht hin. Ja, aber du kannst ja die Kamera drauf richten. Aber sagt nicht, dass wir euch nicht vorgewarnt hätten, wenn das hier losgeht. Wer will denn einen Speer werfen, wenn man einen Bogen hat oder eine Knarre oder keine Ahnung? Also Vanessa hier hinten und Hannibal, also das Kind von denen wird auch schnell losgehen. Ja, hier vorne ja auch. Ja, also hier hinten links. Also das hier vorne, ich glaube, das hier vorne schlüpft drin als erstes. Oh, hier auch, das ist... Oh ja, nee, deins zuerst. Nun ja, ich robbe mal eben wieder weg. Stellen wir uns mal hier einen sicheren Abstand. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie man die alle vernünftig füttern soll. Bei der Menge, wenn das ja irgendwie Zwillinge und Drillinge werden. Ja, du weißt ja, darum geht's ja nicht. Hier wird ja getötet, anstatt gefüttert. Und Rufus sagt immer noch, da soll keiner sterben. Ja, vielleicht... Das glaube ich noch nicht. Vielleicht hat er ja eine andere Bezeichnung für sterben. Ich weiß es nicht. Da geht's los? Level 81. Na hallo! Was bist denn du für ein Zwerg? Da sieht man jetzt ja auch gar nichts. Ja, das Problem ist, man erkennt leider nicht, was es sein soll. Also für naja, sonst müsste man es auswählen. Aber es schlüpfen halt einige zusammen. Das habe ich gesehen. Hier vorne, die sind alle irgendwie fast gleich von der Stufe her. Da geht's richtig ab dann, glaube ich. Na, schauen wir mal. Erstmal die Fackel an, ein bisschen Licht halten. Damit die Kleinen es gleich warm haben. Die Frage, töten die wirklich mit den Speeren oder lassen sie verhungern? Keine Ahnung. Was macht ihr? Werden die aufgespießt oder müssen die leiden? Die sollen angeblich alle am Leben bleiben. Na. Ich wüsste aber so spontan nicht, was man den ganzen Tieren machen soll.
Außer halt die nächste Zuchtlinie fortsetzen, aber irgendwie. Es müssten eigentlich hinten links müssten eigentlich auch welche schlüpfen. Ja, also hier vorne geht es auf jeden schon Fall recht weit. Denke ich mal auch ganz gut voran. Jetzt gucken. Ah, hier hinten geht's gleich, oder? Hier hinten. Da. Oh, da. Level 125, das ist ja auch. Das dann nächsten, das dann eben auch bald. Das ist cool. Und wie es mit den Flügeln schlägt. Ja. Süß. Irgendwie ist ja schon voll knuffig klein. Ja, irgendwie schon. Ja, dass ihr genug Fleisch habt, das ist mir schon bewusst, aber die muss man am Anfang erstmal alle gleichermaßen füttern. Und da ist noch was geschlüpft. Level 150, das wird ja immer besser. Jetzt geht's aber hier Schlag auf Schlag. 146. Krass. Und noch mehr, ich hab's doch schon wieder schlüpfen gehört. 115, krass, also schon einiges über Level 100. Aber noch keine Zwillinge oder Drillinge. Level 96. Doch, hier hinten, oder? Sind hier nicht Zwillinge gekommen? Nee, hier vorne nicht. Das sind alles nur Einzelkinder. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja schon hoch, dass hier auf jeden Fall was passiert. Ja, die Chance liegt immer bei 10%, dass es Zwillinge sind. Na, mal schauen, wo es hier gleich weitergeht. Ja, stell mal vor, die sind alle auf Follow oder sowas und dann gehst du irgendwo in den Kampf und die, das ist ja so voll die Bomberstaffel. Hier kommt das nächste dann neben dem Pteranodon-Ei. Der Pteranodon selber braucht noch. Ist hier hinten los? Oh, das hier hinten, das ist auf jeden Fall auch gleich. Weil die hier vorne schlüpfen fast alle gleichzeitig. Hier ist auch noch eins, da auch. Okay, also jetzt kommen gleich nochmal 4, 5, 6, ja. Okay, also da kommen gleich noch welche. Ja, eins würde ich auf jeden Fall nehmen, ein Mädchen. Da warten wir dann noch ab, so was jetzt da noch so rumschlüpft. Ja. Aber eins würden wir auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre sehr, sehr cool. Das müssen wir aber hier lassen, bis es ausgewachsen ist. Wir können es ja nicht transportieren. Ja, klar, dann suchen wir uns das aus. Das kriegt dann halt schon mal einen Namen. Hier vorne sieht schon ganz gut aus, also das dauert noch ein bisschen, das geht bald, dauert auch noch ein bisschen, das auch. Ja, da kommen auf alle Fälle nochmal einige nach, jetzt hier so gleich ein ganzer Schwung. Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass es richtige Zuchttiere sind, klar. Teilweise vom Level her. Ja. Also, die machen dann schon ordentlich Schaden, wenn die mal voll ausgewachsen sind. Ich warte auf das vertraute Knacken der Eierschalen. Mal kurz hier das UI aus, dann sieht man das ein bisschen besser, weil die Schrift da nicht umnervt. Nanu, raus mit euch! Oh, da hinten ist wieder eins geschlüpft. Level 104. Auch wieder nur eins. Ja, und gute Nacht an alle, die ins Bett gehen. Hier vorne ist eins geschlüpft, Level 104. Ich glaube, hier ist eins gerade durch den Boden gefallen. Nee, hier vorne, das ist gerade geschlüpft. Na gut, dann. Oh, und das nächste? 119 und immer noch kein Zwilling. Ist schon kurios, ne? Das ist also wirklich kurios, dass hier keine Zwillinge kommen. Da sind Zwillinge. Hier. Oh. Süß, Glückwunsch zu den Zwillingen. Jetzt fehlen eigentlich noch Drillinge. Hier sind auch Zwillinge. Und hier auch nochmal, Level 58. Nehme schon wieder nur für die Farbe. Okay, Zwillinge. Zweimal Zwillinge, nicht schlecht. Komm, wie sie mit den Flügeln flattern. Da ist doch wieder irgendwas gekommen. Nochmal Zwillinge. Ach krass, jetzt kommen die oder was? Level 125. Ja. Oh, was ist jetzt gerade geschlüpft? Habe ich gerade nicht aufgepasst. Oh, ich blicke ja auch irgendwann gar nicht mehr durch.
Also war schon, gab schon dreimal Zwillinge jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh, die Flügelflatter. Ja. Also wenn, dann nehmen wir aber natürlich ein Einzelkind. Jetzt ist schon wieder wohl geknackt. Wo war das? Hier vorne? Nee, das ist Level 58. Nee, irgendwas gerade geknackt, ich hab's gerade gehört. Ich guck auch gerade, aber ich sehe hier auch echt. Oh, hier vorne ist. Nee, die waren gerade schon da. Oha. Also, ich möchte die jetzt ehrlich gesagt nicht alle füttern wollen. Hossa die Waldfee, sag ich nur. Auf jeden Fall. Da darfst du mal keins vergessen. Nee, das. Da muss sich jeder um eins kümmern. Krass, ey. Das ist wirklich mal eine Zuchtstation hier. Da geht's richtig ab. So. Vorne, das dauert noch. Ne, die anderen. Ja, ja, die anderen brauchen ein bisschen auf jeden Fall. Noch. Das dauert noch. Ja, die dauern jetzt alle noch so ein bisschen, bis sie fertig sind. Ja, die haben jetzt auf alle Fälle schon ein bisschen noch zu tun hier. Das stimmt. Und Kompis haben sie auch ein paar, weil sonst sind hier plus 8 Bonus. Schon gar nicht so wenig. Und hier sind Pinguineier. Oh, noch mehr Pinguineier. Krass. Ja, also hier ist echt so ein bisschen was los. Ja, wir waren ja heute schon mal beim, oder beziehungsweise gestern ist es ja schon, ist ja schon Sonntag heute, waren wir schon beim Westripe unterwegs, dann sind wir mal ganz kurz so über den Bereich geflogen, wo die T-Rex stehen und die Spinos und Brontos und da stehen auch 500 Milliarden Dinos, also ja. Wenn Anni unsere Dinos nicht immer töten würde oder vorbeilassen würde oder sonstiges. Immer, natürlich, immer. Immer. Ich würde ja, ich weiß nicht, ob das zu gierig ist, aber den 146er nehmen. Wenn es ein Mädchen ist. Ach so, na, das sehe ich halt nicht, ne? Das wird mir ja nicht angezeigt. Wir werden sie noch nicht rausrücken. Ja, wieso? Ich habe ja noch einen 150er. Ja, aber gerne dreistellig. Der 104er ist auch noch, glaube ich. Aber dreistellig wäre doch was. Das wäre doch cool. Lieber Westripe, gebt ihr etwas im dreistelligen Bereich ab? Ach, der Osttribe hat auch noch, Tribe hat auch noch irgendwie was. Parat? Da schlüpft auch gleich was. Ja, das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Ja, das Problem ist, wir könnten ja, wenn dann erst, also gar keins aktuell mitnehmen. Ja, aktuell geht nicht. 50 Kombi-Eier? Ach, nee, das ist aber hier im Westen. 4 Flieger. Ja, 50 Kombi-Eier ist natürlich dann, weiß ich nicht, was man mit so einer Armee will. Wenn die kleinen Viecher nicht überall hängen bleiben. Ja, das stimmt. So, jetzt komme ich hier natürlich nicht raus. Doch. Ja, wir können die ja aktuell gar nicht tragen, die sind noch nicht erwachsen genug, nee, um überhaupt irgendwie den Transport zu überleben. Ich weiß gar nicht, ob man so ein Baby überhaupt transportieren könnte mit einem Geier oder sowas. Ja, das geht ja leider nicht. Da müssen wir einfach dann wiederkommen. Aber ist ja schon echt cool. Ja, also so Massen ausbrüten haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, also bei uns scheitert es ja schon an 3 Dinos. Da fahren wir ja schon die Hälfte, quasi, anderthalb. Ja. Ja, der Kopf hier vorne sieht wirklich lustig aus, der Rote mit seinem Federbusch da. Der Rote? Oh, ja. Hallo. Der ist ja wirklich cool. Hasso. Hasso. Hasso-Fass. Hasso-Fass, ja, genau. Weil der da hinten hat auch so ein grünes Federkleid. Daraufhin hat der Pinguin erstmal gekackt. Das ist schön. Und hier gibt's auch eine Tammy. Ja.
Aber unsere Termine sind Dilo. Hier ist Termin Kompi. Und Nori. Ist alles, passt alles. Und Skipper gibt's ja auch, siehst du? Ja. Helveria. Peterchen. Gawain, was haben wir hier? Kompi, Joe Dreck. Joe Dreck, keine Ahnung. Ja, cool. Da freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr uns dann was Kleines vorbeibringt. Vielen, vielen Dank schon mal, lieber Westtribe. Ja, und ihr müsst doch den Dinos mal vernünftigen Namen geben. Was ist denn hier, was ist denn Kompi für ein Name, sag mal? Der fühlt sich doch total vernachlässigt hier vorne. Oder Pinguin, Kairuku. Ja. Ja, auf jeden Fall brauchen wir Mädchen. Ja, Mädchen kann nicht schaden. Mädchen auf jeden Fall. Echt krass. Also wir müssen auf jeden Fall nach dem Westtribe erstmal ganz kurz nochmal zurück zu unserer Basis, weil wir mal gucken müssen, was unsere kleinen Babys machen. Ja, genau. Also ich würde jetzt auch schon mal zurück. Jetzt komme ich hier natürlich nicht raus. Hilfe, ich komme nicht raus. Ja, die Pinguine legen hier 1-2 Eier. Also die da hinten auch so und hier vorne auch so. Das haben wir bei unseren eigenen aber auch, dass sie wirklich so unendlich viele Eier legen. Also da hat man kein Problem mit Nachschub. So gut, ich würde sagen, wir düsen mal zurück. Ja, wir müssen mal zurück, auf jeden Fall. Ja, danke für die Einladung. Ja, wirklich. War sehr schön anzuschauen. Richtig cool. Auf jeden Fall noch viel Glück mit den anderen Eiern, dass irgendwie nur Drillinge rauskommen. Ja, das wäre auch richtig cool. Drillinge, da freut man sich doch riesig drüber. Und krümmt den Kleinen kein Haar. Und kein Federchen. Und kein Federchen. So, Charles. Oh, jetzt gucken, wo ich geparkt habe, sag mal. Hier. Dann fliegen wir mal ganz kurz zurück. Ja, und gucken nach den Babys. Und danach kommen wir mal zum Osten. Ab Richtung Osten. Oh nein, jetzt erstmal ab Richtung Heimat. So, ja, war auf alle Fälle schon mal richtig spannend. Also Hut ab, muss ich sagen. Ja, Wahnsinn. Also sowas können wir nicht machen. Nee, dafür fehlt uns einfach die Zeit. Ja, also das schaffen wir gar nicht. Das ist wirklich zu krass. Da geht ja einer auf jeden Fall drauf, wenn man dann so viele auf einmal betreuen muss. Aber schon mal cool, das mal gesehen zu haben. Ja. Ja, ich bin echt gespannt, wie es dem T-Rex-Ei geht. Das liegt im Kühlschrank. Ach, das hast du... ich dachte, du hast es liegen lassen. Nee, das wollte ich nicht liegen lassen. Den Babys, denen geht's aber gut, die waren doch schon erwachsen. Ja, da muss ich trotzdem gucken. Ich will ja keine Unfälle. Denen geht's super. Da kannst du ich will ja keine Unfälle. Hab Vertrauen. Ich vertraue dir nicht. Ach, Mann. Das ist eigentlich schon... Der verarscht uns hier echt, der Quetzal, dass er die ganze Zeit hier rumfliegt. Weißt du, 100 Jahre findet man keinen. Dann sind es nur Männchen, wenn man sie findet und dann jetzt sowas. Bleibt der hier die ganze Zeit. Schade. Vielleicht will er sterben. Ja, Wolfbabys wird es auf jeden Fall noch geben, allerdings vermutlich erst, wenn Loki eine Freundin hat. Ja, Kür, ich glaube auch, dass sie das jetzt genau gemacht haben. So, alle möglichen umgehauen, vor allen Dingen die, die recht niedriges Level haben. Und wir haben es nicht mitbekommen. Einer ja, ist gestorben. Na toll! German Wolf, wirklich. Du hast kein Herz. Nee, ich denke mal, der ist verhungert. Nein, bestimmt nicht. Doch, bestimmt. Hättet ihr sie alle behalten wollen, hättet ihr euch sofort drum gekümmert. Doch, bestimmt ist einer nur verhungert. Nein, bestimmt bei der Menge, da kannst du gar nicht alle füttern. Wie soll das funktionieren? Wenn die am Anfang nur 5 Fleisch tragen können. Ja, ja, ja. Ausreden. Immer diese bei Ausreden. Bei dir verhungert ein Tier. Von zwei. Von zwei. Hm. Ja. Siehste. Ach, Mann. So, die Frust auf alle Fälle schon mal aus dem Trog, das ist schön, der kleine hier. Ja, den geht's gut, oder? Ja, Smokey. Ja, ist genehmigt, ist okay. Ja, das Maximallevel wilder Tiere, wenn man es nicht modifiziert über die Config direkt, beträgt 120, aber man kann ja die Level überschreiben. Also man kann ja auch Level 500, wenn man es unbedingt haben wollen würde, kann man da machen. Ist aber nicht so unbedingt Sinn und Zweck der Sache.
So, ab Richtung Osten. Du bist schon unterwegs. Das ist ja schön. Und es regnet. Das ist schön. Ja, genau. Und Freya hat Odin. Freya wird sich nicht mit Loki vergnügen. Das Thema hatten wir ja schon mal. Loki bekommt eine eigene Freundin. Echt mal, was sollen die Kinder denken? Wirklich. Nun, so nicht. So Geist und Sommer. Bei Regen sieht man immer so wahnsinnig viel, außer dass hier ruckelt, das sehe ich sehr wohl. So, fliegen wir mal in die Waschküche hier rein. In die Waschküche? Na, das guck mal, so, der Nebel lichtet sich doch schon wieder. Hier lichtet sich gar nichts. Also bei mir lichtet sich der Nebel. Hat gerade angefangen zu regnen. Bei mir seht ihr schon der Unterschied, das ist die Grafikeinstellung. Ich habe nicht mal Nebel. Toll. Und ich muss nebenher immer mal schauen, ob hier vielleicht ein Prokoptodon rumrennt. Das wäre doch äußerst lustig. Wir müssen ja um den Berg rum, quasi. Na. Jetzt haben wir also doch so mehr oder weniger ungeplant Ausflüge zu den Tribes. Ja, mehr oder weniger. Also es ist halt so, ne? Ja, eben. Wenn das Angebot schon kommt, dann nehmen wir das natürlich an, dass wir vorbeikommen dürfen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt nur arbeiten hier irgendwie, keine Ahnung, Felder bestellen oder so. Ja, genau, abwaschen. Irgendwas abwaschen. So ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, hier bei dem Nebel irgendwas zu erkennen. Hier ist der Sumpf, wir sind auf alle Fälle schon mal in der Nähe, das ist schon mal gut. Aber das ist echt krass, dass du so gar nichts siehst, ey. Ich sehe hier viel. Vorne sehe ich da schon irgendwas. Na, also ich bin schon da. Ja, ich bin auch da. Ja, man sieht hier, man kann einmal ganz kurz durchzählen, mal kurz einen Screenshot machen, könnte mal zählen. Kleiner Test, ob es schafft, ihr Dinos richtig zu zählen. Ja, das dauert eine Weile, bis die ganzen Strukturen nachgeladen werden. Deswegen nicht zu früh. Okay. Ich glaube, jetzt ist ja alles geladen. Müssen wir mal gucken, wo du jetzt hin bist. Da hat sie ja schon noch mal ein bisschen was getan seit dem letzten Mal. Ja, aber wirklich krass. Also, wir waren zu Weihnachten das letzte Mal hier. Ja, hier unten 5 Milliarden Spinos. Wow. Also, ja, doch, hier hat sich noch ein bisschen was verändert. Echt cool. Ja, Fliegerstaffeln ohne Ende. Man sieht hier die ganzen Agentavis. Also, ja, hier ist ein bisschen was los, ne? Ah, und zwei Türsteher, ne? Ist ja cool. Oh, wir gucken uns mal hier oben ein bisschen um. Ja, Quetzals haben so hoch und Ende. Hier oben ist die Schmiede quasi. Auf dem Buckel. Und mit Transport hier. Also quasi zum einfach Aussichtsdings hier. Ja, und Nike steht hier nackt rum. Warum? Nike, ist dir so warm? Ist wahrscheinlich wieder irgendwo draufgegangen. Nur in Unterwäsche? Hier bei den ganzen Jungs. Meinst du, das ist gut? Denk an die Armlänge. Denk an die Armlänge. Das sieht übrigens sehr stylisch aus hier, der Dimorphodon. So in weiß mit grünen Flügelspitzen. Ja, sehr cool. Ja, man könnte denken, die haben ein paar Artefakte gesammelt. Ja, so 1, 2, 3. Eine Spinne haben sie sogar auch schon. Quasi. Eine Spinne? Hier. Oh, warum haben wir eigentlich keine? Ja, weil du Spinnen hast. Nein, das ist jetzt aber nicht der Grund. Das sage ich dir. Das ist kein guter Grund. Ja, die sind schon irgendwie ganz schön hässlich. Mann, Mann, Mann. Fresh also Outfit, Farmer Boy. Mensch, du bist immer noch zu lange in der Sonne gewesen. Auch so ein paar Dodos, quasi
kacke Produktion. Ich habe auch eine tolle Aussicht hier. So als Pinguin direkt am Abgrund. Ja. Auch noch nicht. Also ich finde es ziemlich cool. Ach, krass hier. Dann komm mal runter. Oder wurdest du gerade irgendwo hingeführt? Ja, ich guck mir gerade mal so ein bisschen hier die Gegend an. Sehr schön, mal eben Base-Schau. Ja, hier stehen auch so ein paar rum. So 1, 2, 5. Zig. So, ich fahr mal Fahrstuhl. Oh, ich will auch auf Fahrstuhl. Oh nein. Naja. Oder du kommst jetzt, glaube ich, dort an, wo ich auch stehe. Ah, nee, doch nicht. Doch, aber ich seh dein Schriftzug. Ja, du kannst dir das da oben ja noch in Ruhe anschauen. Ja. Krass. Haben schon ein bisschen was gebaut hier. Farmer Boy fährt erstmal hoch. Und Rexholic ist erstmal abgestürzt. Ja, hier ist auf jeden Fall echt Action, ja. Also holla, sag ich da nur. Oha, also hier steht auch ungefähr eine halbe Milliarde Dimorphodons. Ja, krass. Hier drüben. Hast du gesehen? Nee, da war ich noch nicht. Alter. Ja, das sind auch so 1, 2 Dimorphodons, Level 154. Das ist ein Kindergarten 159. Hier, oder was? Also die haben auch echt High Level, 169, 169, 163, 174. Ja, was haben wir? Wir haben nischt. Nischt. Wem war das zu verdanken? Dir. Ey, nein. Du wusstest immer alles. Nein, aber ich habe doch keine... Nein, das habe ich jetzt nicht... Ich habe keine Dimorphodon-Eier gegessen. Das muss ich einfach mal festhalten. So, hier haben wir noch ein bisschen Säbelzahntiger. Ein paar Raptoren. Ja, wir müssen irgendwie mal ein bisschen zusehen. Ne? Also hier so ein Low-Level-Gedönse können wir nicht mehr sammeln, wenn wir das hier so sehen. Krass. Echt krass. Lass mal wieder die Treppe finden. Wo ist hier der Treppenaufgang da? Das sieht schon irgendwie cool aus mit der Menge an Dinos hier, aber das Füttern ist bestimmt auch so eine Tagesaufgabe, glaube ich. Da musst du schon mal einmal ordentlich sammeln. Ja. Ich höre den T-Rex schreien. Oh Mann, aber das ist echt auch eine schöne Idee, finde ich hier. Das ist alles super angeordnet, auch mit dem Treppenhaus hier nebenher. Ja, merkst du was? Ja. Warum haben wir das nicht, ist die Frage. Warum haben wir eigentlich nicht so einen riesen Stall mit Treppenaufgang und Fahrstuhl? Ja, weil wir hier die 5000 Milliarden Steine und Holz nicht gefarmt haben. Ja, so, oh, ich muss euch erstmal finden. Nee, die große Tür. Du warst ja gerade schon hier. Ja, ich bin ja jetzt auch mal nach oben gelaufen. So. Ich hatte mich ja oben nicht umgeschaut. Aber ich glaube jetzt... Ach nee, da bin ich falsch. Irgendwo ging es doch hier rein. Die große Tür, ab durchs Tor. So, da bin ich. Ich würde mal behaupten, die werfen jetzt hier gleich eine Tonne Eier auf den Boden und dann schlüpfen alle. Okay. Ja, oh, das ist auch gleich soweit. Der Pteranodon. Auch schon Level 223 und 224, also... Alter, krass. Ja. Das sind wirklich mal hohe Level. Ja, und hallo an alle, die jetzt eingeschaltet haben. Was haben wir in Level 25 Kano? Das ist wahr, wir haben unglaublich schlechte Karten. Ja, wir sind hier gerade beim Ost-Tribe. Kurz davor waren wir beim West-Tribe und haben uns mal angeschaut, wie eine Vielzahl von Dimorphodons geboren wurde. 186. Und hier ist ein ganz kleiner Pteranodon in Level 186. Ist das irre? Ja, 186, Mann ey, ist ja nichts los bei uns. Echt eine schöne Farbe. Ja, der sieht cool aus. Oh, und da kommt der nächste. Oh, der ist aber wirklich schön. Ja, genau. Arno, der Transgender. Garno. Kano. Ja, der hat ja leider sein Geschlecht gewechselt. Mit Level 9 hätte man auch Mädchen beiden können, aber ich muss gar nicht sagen, Arno ist ja eigentlich nutzlos. Sag das bloß nicht zu laut. Arno kann dich bestimmt hören. Der ist wirklich nutzlos, muss man einfach mal sagen. Ich meine, mit Level, was hat er jetzt, 25? Der wird nie irgendwas auf die Kette kriegen. Ja, es übt ja auch keiner mit ihm. Es hilft doch nicht. So,
Also jetzt konzentrier dich drauf, was hier schlüpft. Ja, ich muss einfach nur hier stehen und warten. Es ist wieder eins. 181. Ist das, ey, nee. Das ist wirklich... 181. Kurz vor der 200. Wer weiß, was das vorhin für ein T-Rex gewesen wäre, den ich da gefressen habe. Ja. Das wäre bestimmt 180 T-Rex. Nee, ich glaube nicht. Das Space-Level von dem Papa war gar nicht so hoch. Es war nur, also nur in Anführungszeichen 140 oder so. Okay. Das, was wir jetzt haben, hat auf ein höheres Base-Level. Ja, und ne? Also ihr müsst ja natürlich auch zusehen, dass ihr ordentlich strampelt. Ihr könnt ja dann gleich weitergeben von dem Ältesten zum Jüngsten. Eben, bitte Klamotten für die Kinder. Nicht, dass sie sich noch erkälten. Einmal halt austauschen quasi. Ich bin dafür, dass wir irgendwie demnächst mal wieder Double-XP-Wochenende machen. Auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal jagen. Oh, und wieder eins. 186. Oh, das könnten ja fast schon Geschwister sein, ne? Sind es bestimmt auch. Die sehen nämlich alle auch irgendwie gleich aus. Ja, das stimmt. Aber auch überhaupt vom Level. Von der Flügelfarbe her sehen die gleich aus. In Gedanken sind es Zwillinge. Dann sehen die wirklich komplett gleich aus? Können wir mal anschauen. Naja, so ziemlich. Also nicht ganz identisch, aber so ziemlich. Das ist auch gleich soweit hier. Aber siehst du ja, sind noch irgendwie, da ist wieder... Oh, was ist hier los? 83. Ja, die sind echt ähnlich. Krass. Ja, aber ein bisschen mehr grau, ein bisschen mehr grün. Ach, cool, aber so hohe Level. Anni ist gerade neidisch. Ganz klein wenig nur, ganz klein wenig. Ja, immer wenn ich dir sage, wir holen uns nachher Level, Dino, sagst du WTF. Ja, WTF, irgendwer wird sterben, sage ich dann. Warum sollte jemand sterben? Ja, aber weißt du, manchmal denke ich mir ja, es gibt halt so süße Dinos, denen begegnet man unterwegs und da sagt man, ey, du hast nur Level 4, ich nehme dich trotzdem mit, weil du hast mein Herz erwärmt. Ja, und... Ja, aber nicht, wenn die campen sollen. Ja, wir sind halt noch nicht so auf Kampf. Ja, Cheesy Boy schreibt doch schon, aufpassen, dass Ali nicht die Eier wegschnappt und aufpasst. Ja, korrekt. Wir dürfen einen haben, wenn wir wollen. So über 180 Piranu, dann da würde ich jetzt nicht nein sagen. Ja. Such mal aus. Geh mal auf Kindesschau. Ich hätte gesagt, ein Mädchen. Ja, ein Mädchen. Deine Handtaschensammlung, Nickel, ja, zeig mal. Komm, da folgen wir mal. Ja, dann sind wir jetzt hier fertig, also kommen noch mehr. Also, ja, nicht, warte, dass wir hier losrennen. Ja, und Exotic, kommt da noch was? Also ansonsten würden wir mal Nike folgen. Die hat ja hier irgendwie ihre Handtasche gleich am... Boah, will ich ihre Handtasche gleich zeigen? Aber echt cool, also GZ zu solchen High-Level-Pteranodons. Also die haben echt eine schöne Farbe. Also die hier finde ich so von dem Braunton her echt cool. Also das hier in der Mitte, ja. Grün-Braun sieht echt cool aus. Ja, die haben echt eine hübsche Farbe. Also hier die beiden, also die hier in hellbraun und grün. Und hier drüben auch in hellbraun und grün. Also die beiden sind echt cool aus. Coole Farbe. Also ich glaube, Rexotic war gerade nochmal im Kühlschrank. Kommt da ja, noch ich was? Glaube, er hat noch Fleisch geholt. Ja, also wie gesagt, sehr gerne. Oh ja, okay. Ja, dann... Wir haben drei Mädchen und einen Jungen. Krass. Das ist ja echt... Ja, dann würden wir, glaube ich, also 181er nehmen. Also 186 wäre auch nicht schlecht, aber das ist ja euer. Wenn ihr 281er Mädchen habt, dann nehmen wir gerne 181er Mädchen. Vielen, vielen Dank. Echt eine coole Farbe. Fand mir sehr gut. So. Ja, wir folgen jetzt mal kurz Nike. Auf! Nike rennt hier so halbnackt rum. Wir haben hier noch Minderjährige wahrscheinlich im Stream. Ja und? Ja, es ist ja nicht so, dass man noch nie so einen Körper gesehen hätte, ne? Sagst du. Ah, ich kriege ja einen Drehwurm hier. Ich weiß gar nicht, sind weiter nach oben gerannt? Ich weiß es nicht. Nike, bist du noch hier? Ich glaube. Weiter hoch. Noch weiter hoch. Gott.
Das ist echt ein Drehwurm. Ich hätte einen Fahrstuhl genommen, glaube ich. Der Dodo hier oben drauf ist cool. Was, Dodo? Wo? Na da. Cool. Ach Moment, hier ging's rein. To-do Cementing Paste, alles klar. So, da rein, ja, okay. Wir gucken mal, was. Oh, das ist aber auch cool hier mit dem Metall und den verschiedenen Farben. Das ist ja auch wieder voll. Guckt jetzt genau an die Karte. Habt ihr euch gemerkt, ne? Die Kriegskarte. Wir haben immer noch keine Karte, das ist doch nicht wahr. Warum sind wir so viele Artefakte? Wir haben keine. Kompis? Das ist ja. Oh Mann. Krass, okay. 155. WTF, was machen die hier oben bitte schon auf den Schränken? Echt mal. Oh. Level 215. Oha. Ja, da kann man schon mal irgendwie. Ja. Da hat sich so. Da haben sich die Äffchen da hinten verlaufen. Ja, ja. Hui. Krass. Das sind eher so Nackenwärmer, die Kompis. Die kannst du ja so einmal die Schulter und einmal um den Hals wickeln. Nike, ist das eigentlich dein Zimmer hier? Ach, guck mal, Mensch, hier. Das Geländer ist in den Deutschlandfarben. Also, ne? Schwarz-Rot-Gold. Irgendwie schon. Ein bisschen Patriotismus muss ja auch sein. Ja, gut, also wir haben festgestellt, dass wir im Prinzip nichts haben. Ja, das wurde uns jetzt einmal mehr gezeigt. Ja, richtig cool hier und ich finde das auch mit den Farben richtig klasse. Ich darf mich beim Traumschloss austoben. Ja, aber bitte nicht quietschbunt. Na, nicht quietschbunt, aber auf jeden Fall bunter als... Ich gebe dir eine Farbpalette vor und du darfst sie austoben. Das ist aber sehr freundlich. Eine Farbpalette. Ja, bei dir wird ja, rot bitte, auf jeden aber Fall mehr gestrichen. Als zwei Farben. Das wäre schon richtig schwarz freundlich. Und schwarz. Hm. Und vielleicht noch dunkelschwarz. Okay. Ach, krass. Ja, okay, jetzt habt ihr auch das mal gesehen. Was, geschlachtet? Hairo, nein! Warum? Nicht schlachten, dann nehmen wir alles! Wir nehmen alle! Hairo, nein, nicht kaputt machen! Alle bei uns vorbeibringen! Das meine ich jetzt aber ernst, hallo! Nicht töten! Verschenken! An die Bedürftigen! An die, die immer verlieren! An die, also die T-Rex-Eier essen! Ja, ist er. Auf jeden Fall, Veronique. Kannst du ihm eine mitgeben? Hier so, Nackenschlag. Ja, mach dir schön einen auf die Mütze. Ja, ja, blutigen Hals. Kann ich gleich irgendwie das rumwickeln. Ja, wir werden auf jeden Fall demnächst mal den Fallschirmsprung machen. Ich denke mal, wir werden uns dann langsam auch so dem Ende des Streams nähern. Das ist ja schon, wie spät ist es? Ach Gott, das ist ja schon... Ja. Richtig so, Nike, ey, wirklich. Gib ihm eine mit. So muss das sein. Genauso und nicht anders. Hairo, man bedroht keine nackten Frauen. Ja, nackte und wehrlose Frauen. Das macht man nicht. Ich schlürfe mal kurz was aus der Wasserleitung. Ach Mann. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Jetzt heißt es extra groß bauen. Wo hast du denn vorhin eigentlich diese Kriegskarte gesehen? Na hier, bist dran vorbeigelaufen. Im Flur? Wir merken uns mal, was da drauf so abgebildet ist. Aha. Okay, alles klar. Ja, läuft. Da fehlt aber noch die Außenposten von Weststripe. Die ist ja gar nicht eingezeichnet. Nur mal so als Anmerkung. Krass. Ja, vielen Dank für die Rundführung hier. Das war auch sehr spannend. Und wir wissen jetzt eindeutig, dass wir noch gar nichts geschafft haben. In... Über 200 Folgen, arg, das ist doch wunderbar. Ja, aber wir sind ja auch nur zwei und wir haben ja auch zwischendurch den Server gewechselt und aber. Nein, ich finde für unser Tempo sind wir schon ganz gut vorangekommen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt nicht so schlecht dabei, aber es ist natürlich trotzdem im Vergleich zu den Personen, die im Ost- und West-Tribe spielen, nicht wirklich irgendwas und hier vorne
ist alles weggeholzt. Guck dir das mal an. Ich muss jetzt erstmal Charles abholen. Also normalerweise ist hier ein Wald, ja. Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich will immer Charles wiederfinden, der steht nämlich noch irgendwo unten. Also normalerweise ist hier echt ein Wald. Ja. Die Rodung. So, Charles, komm mit. Charles. So. Ich frage mich gerade, haben sie das gerade erst abgebaut oder haben sie hier irgendwas hingebaut, dass es nicht wieder respawnt? Davon gehe ich mal eher aus. So, jetzt müsste ich hier nur noch rauskommen. Kann mich bitte jemand aus dem Stall hier lassen? Ja, wir sind gerade beim Osttribe unterwegs, haben gerade mal einen Besuch abgestattet. Da gab es auch ein paar Pteranodons zu besichtigen, ein paar kleine Babys. Die sind da gerade geschlüpft. Vorher waren wir beim Westtribe unterwegs. Die haben ihre Dimorphodon-Party gestartet mit 5 Milliarden Dimorphodon-Babys. Ja, das ist sehr freundlich. Vielen Dank, Rexotic. Ja. Boah, wie gemein. Ja, richtig cool hier. Also wirklich krass. Ja, wir würden sagen, wir begeben uns jetzt mal in Richtung... Ja, wo wollen wir eigentlich springen? Springen wir wieder bei uns oben? Ja. Okay, dann begeben wir uns jetzt einfach mal alle so langsam in Richtung unserer Berghütte. Ich habe Fallschirme gebaut übrigens. Ja, also ihr braucht keine eigenen mitbringen. Ich habe 19 Fallschirme in der Tasche. Das sind ja wohl genug, so viele sind wir ja gerade gar nicht. Ja, wir werden jetzt, die Frage kam ja gerade schon, wir werden jetzt gleich direkt den Fallschirmsprung machen, mal gucken, in welche Richtung es geht. Und dann werden wir sicherlich auch den Stream beenden. Ist ja schon eine Weile her, ne, dass wir angefangen haben. Ja, das stimmt. Ein, zwei Stunden haben wir schon hinter uns. Oder auch fast 7. Wie immer, es sind die 7 Stunden. Ja, roter Wolf, das ist ja auch der Plan, den wir haben. Mario war ja vorhin schon auf der Suche nach einem roten Wolf. Ein roter, überhaupt nach einem Wolf. Ein roter oder ein schwarzer oder auf so. Auf jeden Fall irgendwie was, was wir noch nicht haben. Einfach, dass wir ein bisschen Abwechslung haben, das wäre ziemlich cool. Ja, und ich werde den Stream dann halt anschließend schon runterladen, wenn das funktioniert. Und dann bereit machen, dass der morgen auf YouTube kommt. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass der schon um die Mittagszeit vollständig da sein wird. Das Problem ist halt immer, dass YouTube ja momentan mit den Uploads ein paar Probleme hat. Manchmal dauert auch der Download länger, also es ist immer schwierig. Ja, und für alle, die sich fragen, wann die nächste Minecraft-Folge kommt, morgen ist es soweit, da kommt die nächste Minecraft-Folge. Wann bringen wir Minecraft drauf? Wir bringen Minecraft 14 Uhr raus. Morgen 14 Uhr kommt für euch die zweite Folge Minecraft. Ja, haben wir nämlich heute schon mal direkt bearbeitet. Morgen auch mal mit einer Kombinationssicht von mir und Anni. Und da könnt ihr dann quasi das Chaos live und in Farbe mitverfolgen. Ja, wir haben uns überlegt, bei Minecraft, also die Videodateien sind am Ende, ja, wenn die fertig gerendert sind. Nicht mal ansatzweise so groß wie die von Ark. Deswegen ist es auch nicht so das Problem, da zwei Bildschirme zu zeigen. Da könnt ihr euch also dann wirklich auch mal darüber freuen, wie ich mich verlaufe. Das seht ihr dann alles direkt. So, ich überlege gerade, von welcher Seite wir diesmal springen. Vielleicht von hier oben mal. Ach Gott, ich bin viel zu weit geflogen. Ha! Schön. Na, wie immer. So, ich bin auch gleich da. Ja, das ist echt Wahnsinn, wie schnell diese 7 Stunden immer umgehen. Ich verstehe das auch nicht. Also wir haben 19 Uhr angefangen. Dann hat man natürlich so ein bisschen Pech durch den Server-Down, aber das ließ sich ja nun mal nicht vermeiden. Da hatten wir ja keine Chance. So, und ich packe mein Zeugs hier einfach mal bei Charles jetzt rein. In welche Richtung wollen wir springen? Ist mir wurscht, ich bin noch nicht so weit. Ich muss mich erstmal ausziehen.
Haben wir nicht so einen Stress hier? Muss mal alles abladen. So, erstmal alles weg hier. Ich würde sagen, wir können, wir springen dann, also wir rennen hier hoch, das müsste ja eigentlich gehen. Quasi hier so hoch und springen dann hier runter. Ich habe gerade noch nicht geguckt, was du da machst. Ich muss mich erstmal hier nackig machen. Ja, du guckst ja nie. So, warte, jetzt ja, zeig. Na hier so. Wo stehst du ungefähr? Dreh dich mal. Da oben? Okay. Na, von hier haben wir noch die größte Reichweite. Kommt man Reichweite. Da hochgelaufen? Ne, er muss hochfliegen. Ruhig hochfliegen, okay. Wir müssen dann später halt die Geier oben abholen, ist ja nicht das Problem. Ja, gut. Okay, dann komme ich mal hochgeflogen. So, mal alles rauspacken, was wir hier so haben. Haben wir gleich nur nackte Menschen hier, ist doch schön. Und mal gucken, wie viele es nicht schaffen werden, über die Klippe zu springen. Ich bin wahrscheinlich eher davon. So. Ich schmeiß mal kurz hier den Fallschirm schon mal hin. Wo stehst denn du gerade rum? Bist du noch oben? Ach, du bist noch höher. Ah, okay. Ja, der komische Steg da hinten, der sollte eigentlich mal zu einem Turm führen. Ein Stückchen weit außerhalb, aber wir haben festgestellt, wenn wir da vorne einen Turm hinbauen, wäre cool, aber man würde die Sicht versperren, wenn man direkt von dem Skorpionenstall irgendwo hinguckt oder von der Brüstung, die da oben ist. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man in die Richtung runtergucken möchte, dass man da nichts sieht außer den Turm. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht weitergebaut. Wir lassen es vielleicht einfach als Aussichtsplattform so bestehen. Also man würde es, wenn, dann noch ein bisschen mit dem Dach versehen und ein bisschen Geländer und sowas vorne, aber insgesamt ist natürlich so ein bisschen uncool, wenn da vorne direkt ein Türmchen rankommt. So. Hast du einen Fallschirm? Ansonsten schmeiße ich dir einen hin. Nee, leg dir mal, pack dir mal ein Silverlight rein. Achso, ja gut. Dann, wenn du den hinschmeißt, der rollt nur einen Berg runter. Ja, dann kannst du gleich hinterher. So, Silverlight, komm mal her. Na, du stehst gerade ein bisschen im Weg. Okay. Ist drin. Naja. Und der Hügel da mit dem Turm, da wird auf jeden Fall noch was drumherum gebaut. Ob wir dann direkt oben drauf auf dem Hügel noch was bauen, weiß ich noch. Das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch man da bauen muss. Dass man da eine gerade Fläche hat, da können wir vielleicht die Quetzals drauf parken oder sowas. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wir sollten vielleicht einfach demnächst nochmal anfangen, ein bisschen mit Stein zu bauen. Also ein paar rudimentäre Sachen, dass wir einfach schon mal einen groben Anhaltspunkt Plan haben, wo wir dann bauen. Ja, auf jeden Fall. Schon zwei nackte Männer hier. Mann, Mann, Mann. Jetzt gibt's erstmal wieder Feuerwerk, ne? Das muss sein. Schade, dass es jetzt nicht dunkel ist. Das wäre noch lustig. Und wer kommt da angeflogen? Ich glaube, ich stehe ein bisschen im Weg. Wir haben noch gar nicht so richtig einen Plan, wo wir hinspringen, wie wir springen wollen, ob wir da irgendwie sagen, wir fliegen da und dorthin und versuchen wieder lebend zurückzukommen. Ja, Hairo, mit dem Bus, ne? Okay. Ja, hast du nicht gesehen? Wir haben ja den Quetzer mit dem Partybus, mit einer Partybus. Nee, das habe ich noch nicht gesehen, aber das ist natürlich sehr geil. So, Blend, du kriegst jetzt erstmal einen Fallschirm. Dachdecker hat schon den Fallschirm. Ja, ein Feuerwerk ist natürlich cool. Es wäre natürlich cool, wenn es noch ein bisschen dunkler wäre. Ja, stimmt. Könnte ich eigentlich mal machen. Ein bisschen dunkler, oder? Was haben wir denn? Ah, laut. Oh mein Gott, und genau vorm Gesicht. Sowas macht man doch nicht.
Ja, Blend, vergiss hier nicht den Fallschirm aufzuheben, ne? Der ist für dich, der hier auf dem Boden. Machen wir mal 23 Uhr. Jawohl, da lohnt sich das doch richtig. Haben wir mal ein bisschen was von dem Feuerwerk. So, wir haben gar keins dabei, verdammt. Ja, wir haben kein Feuerwerk dabei, das macht aber nichts. So, German Wolf, dein Fallschirm liegt auch. Hier ist auf alle Fälle gerade richtig Party. Oh Mann, ich sehe nur noch gelb, ja? Ich sehe wirklich nur noch gelb. Ja, ist richtig cool. Also, es ist echt richtig hell hier gerade. Wahnsinn. Ich sehe gar nichts mehr. Wahnsinn. Party hart, sag ich dann nur. Party hart, aber so geil. Richtig. Ja, hier oben drauf kommt dann auf alle Fälle unser Schloss hin. Ja, hier, genau. Das wird richtig cool gerade. Kann man eigentlich beim Fliegen mit dem Fallschirm so eine Leuchtraketen abfeuern? Ich glaube, man kann gar nichts machen, während man fliegt. Oh, bam, geil. Das finde ich immer richtig geil. Das macht richtig Spaß. Ja, wenn hier so direkt das daneben macht explodieren. Laune. Das will ich nochmal sehen. Da kommt der Partybus da unten. Guckst du dir an? Warte, ich guck bei dir. Oh ja, richtig. Das ist schon geil, ja? Wirklich hier so ein Partybus. Richtig cool. Läuft. Läuft, würde ich sagen. Komm, so angeflogen. Das ist geil. Auf, ja. Boah, ich würde ja. Mir wäre ja so schlecht. Also ehrlich. Es ist schon irgendwie total geil. So, ich schmeiß mal hier so ein paar Fallschirme auf den Boden, ja? Also eure Fallschirme hier bei mir, die liegen hier gleich rum. Sehr schön. Wunderbar. So, noch ein Fallschirm. Ja, absolut geil. So, und bitte Bescheid geben, ob ihr alle eure Fallschirme habt, ja? Also liegen hier vorne bei mir. Und wer keinen Fallschirm hat, bitte nochmal melden. Ihr könnt ja mal ganz kurz in den Chat schreiben, in welche Richtung wir springen sollen. Wäre mal interessant zu wissen. Also wir haben ja diverse Möglichkeiten. Also hier so Richtung Schneebiom haben wir beim letzten Mal gemacht. War ganz cool, finde ich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das war wirklich ein cool. Ein Wortspiel sondern das gleiche. Oh, jetzt explodiert es ja gleich wieder. Bam. Nebel ohne Ende. Richtung Sumpf. Okay, welche Richtung auch immer das ist. Oh Mann, ich habe schon wieder das Gefühl, dass mein Fallschirm nicht aufgehen wird. Verdammt. So, ja, alle mit dem Fallschirm versorgt. Dann müsste ich aber auf alle Fälle mal wieder ein bisschen heller machen, glaube ich. Also sieht man nichts, wenn man hier mitten durchs... Ja, das stimmt. Ich muss so ganz kurz gucken, wo ist denn hier der Sumpf? Der ist auch in die Richtung irgendwo, ne? Hier so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also wir können im Prinzip hier Anlauf nehmen und hier unten dann runterspringen, also hier so. Ich renne dir einfach hinterher. Hier so über... Über die Kante? Über die Kante. So, ach, da vorne. Okay. Ja, und bitte vergesst nicht, eure Klamotten komplett auszuziehen, die Sachen aus eurer Schnellstartleiste, sag ich immer, aus eurer Quickslot-Leiste rauszuziehen, Tierchen von der Schulter zu nehmen, wie auch immer. So, ich park mal kurz Silberleitner, bis unten noch ein bisschen Platz zum Anlauf nehmen haben. Ich würde sagen, wir springen dann hier von der Kante. Also wir rennen einfach hier vor, so in die Richtung, quasi ja. in Richtung roter Obelisk da hinten. Oh Mann, ich treffe wieder die falsche Taste, ich weiß das schon. Da kommen wir ja dann in Richtung Sumpf auf jeden Fall. Also hier so mit Anlauf, einmal Schmackes. Oh Mann. Sind denn jetzt alle schon da? Sind ich weiß gar nicht. Also wir können auch noch kurz warten.
So, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Warte, Moment. Ich will zu dir. Ich will mit dir Hand in Hand springen, wenn mein Fallschirm nicht aufgeht. Dann hänge ich wenigstens noch an deinem. Oh Mann, ey. Ach du Schreck. Und es ist wieder hell. Das ist doch schön. Ja, damit wir einfach sehen, wo wir hinfliegen, ja. Ob wir direkt mal drauf gehen. Ich würde sagen, also hier direkt Anlauf nehmen und hier vorne von der Kante springen. Oh Mann, ey, das geht so in die Hose. Ach du Scheiße, das geht sowas von in die Hose. So, alle startklar, alle verstanden, wo wir losspringen? Niemals! In welche Richtung? Ey, wir kommen sonst wo an. Ich gehe doch wieder so drauf. Erst rennen, dann ein bisschen fliegen und dann Fallschirm öffnen. Ja. Aber ja. Ich bin wahrscheinlich okay. Der Erste, der vom Dings hier fällt. Okay. Willst du noch einen zweiten haben? Es hilft mir nicht. Naja, falls der Erste irgendwie, falls du es versaust. Okay, also direkt mal hier runter und dann geht's los, oder was? Oh Gott. Jetzt prügeln sie sich hier erstmal alle, oder was? So viele Männer auf einem Haufen, das kann nicht gut gehen. Testosteron gesteuerte. Aber wirklich. Ja, was ist hier los? Was ist denn mit Rexotic? Rexotic? Was ist mit dir los? Warum hast du noch Klamotten an? Willst du die anlassen? Er schämt sich. Er ist. Rexotic? Nicht gerade der Prachtkörper oder was? Okay. Na, kurz warten. Was mit Rexotic hier los ist? So, also alle starten. Nein, ich weiß halt nicht wegen Rexotic. Weil er seine Klamotten noch anhat. Ansonsten, musst du mit leben, dass die kaputt sind. So, gut. Alles startklar. Oh nein, niemals. Aber gut, es geht los, würde ich sagen. Einfach losrennen. Ah, oh, scheiße, was mache ich denn hier? Ich bin noch nicht gestorben. Kommst du wieder hoch? Nee, hier komme ich so nicht hoch. Kannst du mich kurz hochholen? Ich muss mal kurz Anni holen, ist mal wieder... rückwärts runtergelaufen. Oh, Moment. Und bitte noch nicht. Silberlein hat gerade ein Ei gelegt. Vor Schreck. Ja, bitte hol mich ab. Ja, Moment. Mann. So, wo bist du hingefallen? Nach da unten? Hier. Ist wieder so typisch. Oh Mann, ey. Oh je. So, vielen... Aua, so, vielen Dank, ja, also von mir aus, wo war das denn? Da drüben. So. Also, jetzt aber, ich würde sagen, Mario rennt vor. Ich renn vor, okay. Mario rennt vor, ich renn hinterher, werde elendig versagen. So. Gut, dann würde ich sagen, auf los geht's los und Action. Action, juhu. Ich guck mal kurz Wahnsinn. Nach hinten. Ich fliege. Ich glaub's gar nicht. Ich glaube es nicht. Ich bin schon viel zu schnell. Wer fällt hier gerade runter? Das täuscht. Das sieht nur so aus, glaube ich. Ach, wie geil. Endlich fliegen hier mal ein paar mehr Leute mit, ne? Und da oben die nächsten springen. Und die Fallschirm. Irgendwer hat seinen Fallschirm nicht geöffnet, glaube ich. Uiuiui. Aber das ist ja echt lustig. Ich bin auf alle Fälle wieder viel zu schnell unterwegs. Ja, aber das macht nichts. Das ist wirklich cool. Wahrscheinlich bin ich der Erste, der vorne drauf geht. Da hat gerade einer einen Fallschirm geschlossen, glaube ich, oder ist täuscht. Naja, manchmal sieht das einfach so aus. Die sind eigentlich noch da. Das können so Anzeigeprobleme sein, aber... Ach, ich schwebe hier neben mir, alles klar. Also ich habe es gerade auf deinem Bildschirm gesehen. Ja, das ist echt cool. So, wer ist da unten? Da unten fliegen irgendwelche Pakete. Ist denn da gefallen? Ach schön, genießen wir doch einfach mal dieses herrliche Bild. Ja, ich bin sehr gespannt, wo es hier hingeht. Jetzt habe ich mich so oft im Kreis gedreht, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich fliege. Ja, und steuern mit, einfach, also lange die Richtungstasten drücken. Also die Richtung, in die man steuern möchte, länger drücken, dann steuert man dort auch hin. Dann werde ich mal zusehen, dass ich Richtung Helga und Kermit komme. Ja, und guck dich doch mal so ein bisschen um, wer hier noch so rumfliegt. Ich sehe niemanden mehr. Das Problem, ich bin zu schnell. Da hinten sehe ich jemanden, aber ich weiß nicht, wer das ist. Dann drück doch nicht irgendeine Richtungstaste. Wer ist denn jetzt zuerst gestorben? Der Erste ist tot. Wer ist denn gestorben? Wer ist denn jetzt gerade gestorben? Ja, Rexotic. Das ist doch schön. Das kann man auch mal machen. Richtig gut. Das machen wir nochmal, da bauen wir eine richtige Sprunganlage, dass wir einfach noch von höher springen können. Das ist ja auch der Plan, dass wir, das hat Mario ja schon vor Ewigkeiten mal gesagt, dass wir
irgendwie mal so ein Event machen. Einfach auf dem Boden so ein paar Markierungen und wer da am besten drin landet. Hyros ist hinter mir, alles klar. Ich sehe ihn zwar gerade nicht mehr, aber er war gerade hinter mir. Sehr schön. Ja, also hier soll so eine. Ja, steuer doch einfach ein bisschen zurück. Ja. Also du kannst doch wieder den Leuten entgegensteuern. Ja, aber dann falle ich doch runter. Ich will doch weit kommen. Ach so, naja. Also ich sehe hier alle noch. Ich gleite hier nämlich ganz gemütlich rum. Ja, man hängt hier etwas merkwürdig drin, das ist richtig. Also irgendwie, ich bin hier fast unsichtbar. Also ich bin eigentlich unsichtbar. Ja, wenn man zumindest gleich die Ich-Perspektive hat. Könntest du die auch so machen? Mit meiner Schlüpper hier im Geschirr. Stimmt, das kann man mal machen. Das sieht auch lustig aus, aber komisch, dass du niemanden mehr siehst. Ja, ich bin, also wenn man sprintet, fliegt man schneller mit dem Fallschirm. Das, die Geschwindigkeit überträgt sich auf den Fallschirm. Wenn man halt relativ langsam läuft, dann fliegt man langsamer. Deswegen habe ich auch so viel Speed drauf. Ah ja, okay. Ja, und nochmal kurz zu dem Event zurückzukommen. Es ist geplant, wir bauen so eine Art Zielplattform bei uns unten in der Nähe der Basis im Meer. Und dort werden wir verschiedene Markierungen festlegen. Und wer dort im Prinzip am nächsten dran ist, hat dann gewonnen mit dem Event. Ja, das auf jeden Fall. Und dann müssen wir uns natürlich noch ausdenken, was es zu gewinnen gibt. Ja, müssen wir mal schauen. Also wir selbst können nichts gewinnen, aber da schauen wir einfach mal. Als Ausstatter des Events. Ich will auch mal gewinnen. Was gewinnst du? Patchy Level 5 oder was? Ja, vielleicht. Vielleicht. So, und die anderen fliegen hier auch noch ganz gemütlich. Ich sehe jetzt leider niemanden mehr, aber das macht nichts. Nee, ist ein Baum. Da hinten ist ein Baum. Aber du kannst, steuer doch einfach mal wirklich ein bisschen zurück. Nein. Ich möchte jetzt zu Helga und Kermit. Na gut. Ich finde die eh nicht. Also ich guck mal kurz auf die Karte. Ich bin auf einem guten Weg, da vorne ist doch schon das Häuschen. Ja, ich glaube ich nicht. Ich bin noch viel zu weit weg. Ich probiere es einfach mal, aber ich lande bestimmt auch im Sumpf. Oder ansatzweise dort. Und wir können demnächst auch mal wieder so eine richtige Silvesterparty machen. Ist zwar jetzt schon Silvester vorbei, aber so mal mit allen Leuten zusammen einfach mal so ein bisschen Feuerwerk machen. Drück mal, zoom mal bitte raus und drück mal Z. Dann kannst du kacken. Weißt du, was du machst? Ja. Angstschiss? Ja, ich glaube, du hast gewurstet. Da fällt er runter. Ich hoffe, da ist gerade keiner mit so ein T-Rex auf dem Kopf oder so. Der kommt gleich hoch, du. Also ich bin im Sumpf gleich, ich werde dort jämmerlich sterben. Das ist echt krass. Ja, dass es hier so gelblich ist, ist einfach liegt daran, dass hier gerade Hitze ist. Also normalerweise also eigentlich ist es 37 nicht so Grad. Krass, bei mir sind es noch 15, aber... Du bist aber in der Nähe vom Gebirge. Ja, das stimmt. Ah, wer schafft, auf dem Pelikan zu landen, darf sich das nächste Community-Event ausdenken. Ja, schön, dass ich nicht mal ansatzweise da bin. Ja, dann will aber gar keiner drauf landen, weil sie alle keinen Bock haben, was zu planen. Ach, da ist ein Quetzal. Da lande ich jetzt drauf. Ja, genau. Oh, kannst du mal gucken, was das für einer ist? Wie soll ich das machen? Ich habe kein Fernglas mit. Ah, aber das kannst du mal versuchen, dran zu bleiben? Der ist ja schick. Der ist wirklich schick. Der ist, wirst du es? Echt? Mit wem hat der gekämpft? Aber der ist zu schnell, da komme ich ja gar nicht hinterher. Ja. Schade. Schade, schade. So, ich bin jetzt beim Sumpf. Hier unter mir ist irgendwo, da ist unsere Hütte mit Kermit und Helga. Ach, schön. Diese Aussicht. Und der Plan ist quasi bei dem Event, bei dem, was wir vorhaben mit den Zielmarkierungen, dass man in so luftiger Höhe wie hier ungefähr loslässt und dann versucht, die Zielmarkierung zu treffen. Ja, genau. Sterben inklusive. Aber wir bauen auch Schlafsäcke und alles. Ja, also da gibt's dann. Also man kann so machen, dass dann halt so ein Loch ist, im Prinzip in der Plattform, wo man durchfallen muss ins Wasser. Und wenn man nicht trifft, hat man halt Pech gehabt. Müssen wir natürlich mal gucken, wie das insgesamt aussieht, von der Größe her, was wir da brauchen, wie groß es sein muss. So, ich werde mitten im Sumpf landen. Wahrscheinlich. Ne, ich habe extra hingesteuert. Ach so. Und dann willst du dich zerfleischen lassen oder was? Ich könnte natürlich auch versuchen, den Weg zurückzumachen. Survival. Das Hardcore ist dann wieder Survival, aber so richtig. So, was ist hier los? Ich bin auf jeden Fall auch in der Nähe, glaube ich. Also so weit bin ich nicht weg. Ich bin am Fluss. Ja, so ein Hardcore-Survival-Event hier direkt von hier aus wieder zurück zur Basis, das wäre, glaube ich, auch mal ganz cool. Ich schaffe das. So ohne alles? Ich schaffe das. Können wir uns ja mal für eine der nächsten Folgen merken oder für mehrere Folgen.
Das bringt mir aber nichts, wenn ich hier im Sumpf lande. Da bin ich voll am Arsch. Also bin ich sowieso tot. Ach ja, ist das schön. Ja, und du sollst den Weg zurück machen. Ja, das Problem ist jetzt, ich fliege hier nur noch gerade nach unten. Naja, ab da musst du dann laufen. Da musst du gucken, wie du das machst. Wenn ich nicht genau vor einem Sarko lande. Und ich sehe sogar noch einen Fallschirm, wer auch immer da hinter mir ist. Gott, aber ich lande hier gleich, naja. Brontos und alles. So. Dödi, eine Sau. Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich unterwegs verhungern. Ja, da musst du Beeren essen. Fleisch hätte man tatsächlich mitnehmen können. Also hinter dir ist Hairo immer noch. Und Nike, okay, Nike, du bist hinter mir. So, und das war jetzt schon mal, ich bin auf einem Stein gelandet, völlig entspannt. Ohne mir den Kopf zu stoßen. Und da kommt schon die Schlange, die man ins Leder will. Also ich bin sanft gelandet hier im Sumpf. Vielleicht finde ich ja noch ein Titanboa-Ei. So ganz spontan. Ja, genau, ohne alles. Und dann findest du so ein Ei, genau. Ach, schön. So, ich muss mal kurz hier ein paar Beeren pflücken. Ich habe nämlich irgendwie Hunger und Durst und überhaupt. Also Durst kann ich ja schnell beheben, aber Hunger ist halt ungünstig. Ja, das stimmt. So, sehr schön. Nike, du hast auch überlebt. Das ist cool. Ja, dann mal schönen Weg zurück. Gutes Laufen. Gutes Laufen. Renn um dein Leben. Da vorne ist schon irgendwas Garstiges. Und da oben ist er wieder, der Quetzal. Da vorne rennt ein Kanu rum, oder was? Der sieht so schön rot aus. Scheiße. Also nach dem Quetzal gucken wir gleich nochmal. Ja, du kannst nach dem Quetzal gucken. Ich habe hier erstmal andere Sorgen. Durch Gott. Was denn? Wer ist denn da? Ich weiß noch nicht, was mich hier gerade angekrabbelt hat. Was ist denn das hier? Eine Schlange wahrscheinlich. Ach, geh doch weg. Geh doch. Nein. Schade. Okay. Das war's. Ich bin das so tot. Das war's. Also, ja. Okay. Lecker. Lecker Futter. Oh, die hat ein bisschen an dir zu kämpfen, ne? Ja, ich bin... Leider wirst du nicht mehr aufstehen. Das macht nichts, aber dann kann ich mir den Weg sparen. Ja, ich habe auf die Schlange nicht aufgepasst. Was macht nichts? Dann gehe ich jetzt mal ganz kurz... Ach, krass. Wo war ich denn gerade spawnen? Achso, hier oben. Oh, Mann. Hey, ich lebe noch. Hat aber den Vorteil, dass ich jetzt ziemlich schnell nach dem Quetzal gucken kann. Ja, stimmt. Du kannst dich ja wieder voll ausrüsten. Schildkröten. Wahnsinn. Ja, das machen wir nochmal mit dem Survival hier zurückrennen. Da nehme ich aber auf jeden Fall einen Wasserschlauch mit und ein bisschen Futter, ein paar Beeren oder so. Und den Rest musst du dann so hinbekommen. Und einen Holzspeer. Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Hallo? Irgendwer ist hier bei mir. Ich sehe das gerade nur noch nicht. So, Fiona, komm mal mit. Au! Ah, scheiße, da greift mich doch schon wieder was an. Verdammt! Hairo war das. Ah, alles klar. Ich habe den Namen gerade nicht gesehen, weil ich so blöd rausgesucht habe. Die rotten sich ja zusammen. Das ist ja unfair. Ihr müsst alleine bestreiten den Weg. Was? Nein. Ich meine, wer mit mir unterwegs ist, der braucht keine Feinde, ne? So. Das wollte ich mal sagen. Und ich bin bei unserer Hütte. Ich glaub's ja. Ja, da war ich auch gerade schon. Und da ist eine Schlange. Ja, und die habe ich gerade gefressen. Also ich werde schnell in unsere Hütte reinspringen. Durch die Hintertür hier. So, da gehen wir mal schnell noch gucken, was das für ein Quetzal ist. Wahrscheinlich finde ich den jetzt gar nicht mehr. Puh, angekommen. Das war lustig, das hat mir gefallen. Oh, und Helga hängt wieder am Boden. Wie sollte es anders sein? Ja, gute Nacht an alle, die jetzt ins Bett gehen. Danke, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall hat's das. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ja, höchstwahrscheinlich am Mittwoch gibt's den nächsten Stream.
Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ob das dann Ark sein wird, keine Ahnung. Vielleicht noch was anderes, da schauen wir einfach mal. Ja, vielleicht, also geplant ist für nächste Woche dann erstmal Mittwoch und Samstag streamen. Genau. Dass wir dann Samstag wieder Ark streamen auf jeden Fall und Mittwoch mal gucken. So, also ich bin jetzt wieder hier auf unserer Berghütte. Ja. Ich muss mir irgendwie auch noch Charles abholen. Ja, mach ich gleich. Kannst ja mal nach unten gehen, gucken, wie es aussieht mit den Babys. Ja, das mache ich, das mache ich. Brauche erstmal was zum Fliegen. Und hier, dann kannst du mein Bett runter teleportieren. Stimmt. Ja, das könnte ich auch tun. So, suchen wir mal den Quetzal. Ja, mal schauen, Nike, was du dann bekommst. Ein Keks. Vielleicht ein Keks, vielleicht ein Stück Kuchen. Ist ja noch lecker Kuchen da. Das war dann einfach schon mal eine sehr gute Übung für den Tag, an dem es hart auf hart kommt. Wenn nämlich das Event dazu stattfindet. So, und der Quetzal ist hier irgendwo. Wahrscheinlich hat er sich gerade versteckt. So, und jetzt bin ich erstmal am Verhungern. Das ist ja auch großartig. Mal schnell irgendwas essen. Meine Lebenspunkte sind schon im Eimer. Ja, ich habe wieder den Bug mit der Lebensanzeige unten. Das ist, dass man da nach dem Sterben nichts mehr sieht. Ein bisschen nervig. So. Futter, sehr schön. Ja, Kano. Also vorhin, ich hatte da auch so ein mega Agro-Kano gesehen im Sumpf. Wahrscheinlich war es genau der, weil du warst ja kurz hinter mir. Ziemlich garstig, diese Viecher. Da ist er. So, Fernrohrschale. Ich will hier mal bei Dings gucken. Ein Mädchen, Level 24. Ein Mädchen? Auch schön. Ja, wäre doch ideal für uns hier. Ja, das stimmt. Also Mädchen brauchen wir auf jeden Fall. Ja, dann merken wir uns mal, dass dort ein Mädchen ist. Es war nicht so hoch vom Level her, aber es passt eigentlich ganz gut. Die können wir dann relativ schnell zähmen und betäuben. Würde sich eigentlich anbieten, wenn sie nicht zufälligerweise irgendwie vorher mal stirbt, weil die hat ja schon Lebenspunkte verloren. Ich weiß noch nicht, gegen was sie gekämpft hat. Ah. Aber man sieht ja, die hat auf jeden Fall Treffer abbekommen. Und wir haben einen Mammut bei uns im Wasser, was noch lebt. Sehr schön. Steht da vorne völlig entspannt rum. Kann man machen. Jetzt die Frage, ob du das jetzt noch im Stream machen willst oder ob wir uns das aufheben. Nee, vielleicht. Im Stream würde ich es jetzt nicht mehr machen. Ist ja doch schon recht spät. Ja, wir wollten ja auch mal ein Ende finden. Der Fallschirmsprung sollte ja auch das Finale werden. Aber wir haben ja noch einen Auftrag. Wir müssen ja noch eine Folge für morgen drehen. Richtig. Und dann wäre das ja vielleicht schon mal eine Idee, was man dort zeigen könnte. Ja, ein paar kleine Kratzer hat sie noch gehabt, die gute. Aber auf alle Fälle schon recht gut sieht sie da aus, ja. Und Level 24 wäre eigentlich perfekt. Wir brauchen sie im Prinzip nur fürs Eierlegen. Was anderes muss sie ja nicht machen. Und dann haben Karlchen und Bu jeweils eine Freundin. Ja, das stimmt. Boah, ey, alle durcheinander gerannt hier. Alle. Was ist denn los? Irgendwas war hier schon wieder in der Base. Ja, und gute Nacht an alle, die jetzt ins Bett gehen. Danke, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht mit euch. Und nicht vergessen, am Mittwoch gibt es einen Stream von uns. Und am Samstag auch wieder. Sag schon mal Samstag 19 Uhr. Ja, genau, Samstag 19 Uhr. Das ist eine Zeit, die kann man sich ja merken. Und Mittwoch, ich denke mal, naja, wahrscheinlich eher so ab 20 Uhr. Vorher wird das nichts. Aber das kann man sich ja auch merken. Das wird dann auch kein 7-Stunden-Stream. Also das sind ja vielleicht 2-3 Stunden. Müssen wir einfach mal gucken. Und was wir dann da zeigen, wissen wir noch nicht. Genau, also das, welches Spiel das sein wird. Wir haben ja jetzt ein paar Optionen. Das stimmt. So, also den Kindern hier geht's gut.
Die haben alle genug Futter. Ja, ich werde gleich nochmal, bevor wir den Stream beenden, werde ich nochmal zu den Kindern gehen quasi, dass wir uns nochmal angucken und dann werden wir den Stream auch beenden. Ja, dann vielen Dank nochmal an den Ost- und an den West-Tribe, dass ihr so schön mitgesprungen seid. Das war echt lustig. Können wir Tradition draus machen. Ja, also sehr gerne. Mit immer neuen Herausforderungen. So, ich packe mal noch ein bisschen was zu fressen in den... Ach so, wobei, der Trog ist noch gut voll. Also das reicht, das fressen die eh nicht so schnell. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also hier durch den Regen ist wieder alles irgendwie voll nebelig. Ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der wirklich von Anfang an hier beim Stream mit dabei war. Aber auch ein ganz herzliches Danke an alle, die zwischendurch eingeschaltet haben oder die jetzt halt schon weg sind und sich den Stream später vollständig angucken. Wir freuen uns echt über jeden Zuschauer, der hier so ein bisschen teilhaben will an unserer Ark-Welt, an unserem Versagen oder auch mal an Erfolgen, an gefressenen T-Rex-Eiern, an allem. Ja, sozusagen. So, ich fliege nochmal runter. Hast du Charles jetzt im Schlepptau? Nee, ne? Nee, ich komme erstmal so runter. Okay. Ich nehme dich dann gleich mit hoch, dann kannst du den dann abholen. Das ist cool. Aber Smokey ist noch nicht mal bei der Hälfte, ey. Das ist echt... Naja. Aber Mara und Smokey, die haben fast die gleiche Entwicklung bisher. Ist ja auch schräg. Naja. So, gucken wir uns nochmal die Kinder an. Ja, bitte. Können wir die Kacke hier wegmachen. Aufräumen, wischen. Ja, Mara hat sich doch schon ganz gut entwickelt. Ja, also die hat sich super entwickelt. Ich sag ja nur, also Mara und Smokey, die haben ungefähr den gleichen Stand. Aber Smokey hat ja auch einige Level mehr. Ist schon, ja, ganz schön groß geworden, der Kleine. Das auf jeden Fall. Also über Pteranodons brauchen wir uns jetzt nicht beschweren. Wir haben jetzt genügend, auf jeden Fall, ja, mit, mit dem Pteranodon, den wir noch vom Osttribe kriegen. Genau, richtig. Und vom Westtribe dann halt noch ein bis zwei Dimorphodons, Mädchen, kleinen Süßen. Ja, das wäre echt cool. Auf jeden und Fall. Da können wir dann hier demnächst mal die Eierproduktion anwerfen von den Dimorphodons. Wir brauchen auf jeden Fall noch Mädchen, denn Dimorphodon-Eier kann man gar nicht genug haben. Wir müssen auf jeden Fall erstmal zusehen, dass wir mindestens zwei Mädchen haben und ein Männchen von jeder Sorte, die Eier legen. Einfach damit man halt für was auch immer demnächst noch kommt, die ganzen Dinos, dass man die halt vernünftig füttern kann. Ja, auf jeden Fall. Also da brauchen wir eigentlich alles. Alles. So, gut. Okay, willst du mich dann noch mit nach oben nehmen? Jo, mach mal die Luke zu hier. Ja, mach mal die Tür zu. Kinder haben genug zu futtern. Alles super. Dann hänge ich mich mal ran. Sehr schön. Nur fliegen ist schöner. Ja, und so einen Stream kann man auch echt mal nutzen, um mal so richtig viel Blödsinn zu machen. Also das ist ja in den Folgen immer so ein bisschen kritisch, dass man merkt ja mal gleich, wenn man irgendwie, weiß ich nicht hier 5 Millionen Stunden irgendwas schlachten geht, dann gibt es sofort Dislikes. Und wenn man irgendwie nur Blödsinn macht und nicht vorankommt, gibt es noch viel mehr Dislikes. Das ist beim Stream natürlich nicht so ohne weiteres möglich. Also da kann man natürlich abschalten, aber das Feedback ist ein anderes. Deswegen bietet sich sowas immer an. So, sehr schön. Vielen Dank. Charles, komm. Ich nehme erstmal mein Zeug und muss mich wieder anziehen hier. Wahrscheinlich ziehe ich jetzt alles an und falle runter. So. Ausrüsten. So.
alles wieder am Start. So, ja, Agentar, welcher Agentar, was ist denn jetzt hier oben? Fiona. Ach, Fiona. Ja, Fiona, du kommst bitte jetzt noch mit. Ich nehme Fiona einfach mal mit. Ja. So, gut. Mit Hut. Und wir werden auf jeden Fall mal zusehen, dass wir hier oben irgendwie so einen Grundstein legen, dass wir hier schon mal anfangen können, die Hütte zu bauen mit den ganzen Plattformen und Wohneinheiten, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Alles, was das Herz begehrt. Kunstgalerie. Ja, auf jeden Fall Kunstgalerie. Wir müssen ja die ganzen schönen Bilder, die ihr uns gemalt habt, aufhängen. Also auch die, die jetzt schon im Kinderzimmer hängen, werden in der Galerie noch einmal verewigt. Ja, genau. So, ihr Lieben, wir werden jetzt hier nach unten fliegen und dann den Stream wenden. Sagen schon mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Durchhalten, fürs Mitfiebern. Für alles. Danke für alles. Das war wirklich wieder richtig cool mit euch. Und ja, nochmal ein Danke an die Leute, die so tapfer durchgehalten haben, von Anfang bis Ende. Und ja, wir sehen uns dann am Mittwoch im nächsten Stream. Morgen kommt wie immer eine ganz normale Arc-Folge. Keine Doppelfolge, haben wir gesagt, denn wenn gestreamt wird, dann ist das einfach für uns nicht so einfach machbar, noch jetzt zwei Folgen hinterher aufzunehmen. Reicht schon, wenn wir noch eine aufnehmen, das ist eigentlich auch schon immer ein bisschen knapp, aber wird schon. Und ja, dann wie gesagt, danke, dass ihr da wart und wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Ja, und nochmal kurz wegen dem Tutorials, da gibt es nochmal ein Video demnächst, da könnt ihr dann eure Fragen reinschreiben in das kurze Infovideo. Und dann werden wir schauen, was wir da mal hinkriegen, tutorialmäßig, hier Serverkonfiguration oder so ein Zeug. Müssen wir mal schauen. Aber dazu gibt es dann später noch mehr. Genau, da sagen wir euch auf jeden Fall nochmal Bescheid. Also dann, schlaft gut oder bleibt noch wach. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, schönes Restwochenende und schon mal einen guten Start in die neue Woche. Genau, und wir sind noch ganz kurz im Chat, wenn ihr noch irgendwie schreiben wollt mit uns, wenn ihr noch kurz Fragen habt oder sonstiges, könnt ihr gerne auch schreiben. Nicht ganz so lange, einfach weil wir jetzt auch noch die Folge drehen müssen, aber kurz sind wir noch da. Ja, müssen erstmal runterkommen kurz. Ja, das ist ja immer nach dem Stream so, einmal kurz einatmen, ausatmen und dann geht's schon weiter, dann wird die nächste Folge gedreht. Jo. Okay, also jetzt reicht's wirklich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss.